So, einen wunderschönen guten Abend hier auf meinem YouTube-Kanal mit einem ganz besonderen Gast, den Matthias Schmidt, der ist heute bei uns und wir haben schon ein bisschen Vorgespräch geführt, uns ein bisschen mit der Technik schon beschäftigt und uns gut unterhalten und jetzt lassen wir auch euch dran teilhaben. Ja, ganz herzlich willkommen, lieber Matthias, hier auf dem Kanal Investiert in Wissen und da passt du auch gut rein, weil du ja mit deinem Kanal auch schon ganz viel Wissen für die Leute anbietest. Ja, herzlich willkommen. Kannst dich auch gerne kurz vorstellen. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ja, willkommen auch an alle Zuschauer. Freut mich sehr. Mein Name ist Matthias Schmidt. Ich mache unter anderem den YouTube-Kanal Finanzgeschichten. Mit Börse beschäftige ich mich jetzt seit 1987 schon. Es hat also kurz nach dem 87er Crash angefangen. Da hat mein Vater die ersten Aktien gekauft und hat mich dann für das Thema begeistert. Habe dann am Anfang ja wahnsinnig viel gelesen. Habe 1997 meinen ersten eigenen Aktienblog gestartet, die US Aktien News, damals noch auf GeoCities. 1997, da gab es schon Internet. Ja, das war so die erste Zeit. Ich war häufig bei den Informatikern, die haben mir dann beigebracht, wie man eine Webseite bastelt und so. Da habe ich HTML gelernt. Wow. Und weil ich habe BWL studiert damals in Würzburg an der FH. Und das Ganze ist eigentlich mal als Idee mit einem gewissen Herrn André Kolbinger von Wall Street Online oder Smart Broker AG zusammen entstanden, weil wir waren vorher beide Praktikanten bei New York Broker und er und Tobi Janssen, wir wollten zu dritt was machen, dann ging es ewig nicht in die Gänge und irgendwann habe ich dann meine Seite gestartet und ich habe dann im März 98 bei Börse Online angefangen, mein zweites Praxissemester damals und habe dann vom Praxissemester heraus direkt das festes Arbeiten dort angefangen und habe dann die US-Aktien-News an Wall Street Online verkauft. Das war der Beginn von Wall Street Online. Quasi, also mein Newsletter hat er dann da weitergeführt quasi und hat damit angefangen. Und dann war ich bei Börse Online, 3 Jahre fest bis 2000. Und dann war stellvertretender Ressortleiter, US-Aktien, oder Auslandsaktien und hatte aber dann wirklich keine Lust mehr auf Führungsverantwortung und habe einfach, ich wollte schreiben. Ich war nur noch in Sitzungen gesessen und habe dann auf Freiberufler gewechselt. Noch bis 2005 bei Börse Online als Freiberufler. Habe freiberuflich für die Financial Times Deutschland von fast am Anfang bis zum Ende 2012 geschrieben. Dort hauptsächlich über Derivate. Habe in der Zeit auch knapp 10 Jahre an der FH Würzburg im Schwerpunkt Allfinanz Vorlesungen zum Thema Derivate gemacht. Also dort, es war aber immer nur im Wintersemester quasi 3, 4 Nachmittage. Aber nur dieses Spezialthema eben auch, wo ich auch bei der FDD drüber geschrieben habe. Und ja, 99 haben mit Freunden unsere erste AG gegründet, die besteht heute noch. Und 2001 dann habe ich eine zweite AG gegründet, meine eigene, die HWPH AG. Und mit der habe ich eigentlich ja bis Januar diesen Jahres regelmäßig Auktionen für historische Wertpapiere gemacht. Das da war gehen wir noch drauf ein. Hauptgeschäft eigentlich. Und ja, im Jahr 2020 habe ich dann mein Blog, ja, muss man sagen, wiederbelebt, weil Finanzgeschichten gab es von 2011 bis 2012 schon mal, bis die Seite gehackt worden ist und ich dann so gefrustet war, dass ich es gehen gelassen habe. Und dann 2020 habe ich mit YouTube eben angefangen und das Ganze als Blog weitergemacht und bin auch Admin der Facebook-Gruppe Aktienbörse Finanzen. Damals ja. 77.000 Mitglieder drin. Das habe ich gesehen, du bist da sehr erfolgreich unterwegs. Also ich verlinke auch gerne die Gruppe und auch natürlich deine Seite. Und die auch mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist. Du schreibst ja auch über dich selbst noch so ein YouTube-Kasper. Denken sich jetzt vielleicht einige, ja, aber einer mit Erfahrung. Ja, und das haben wir ja jetzt schon gehört, dass du da einiges an Erfahrung zu bieten hast. Seit über 30 Jahren an der Börse aktiv und eben auch dieses Auktionshaus, auf das wir auch noch eingehen wollen. Hast du noch was vergessen, was du zu deinem Lebenslauf sagen willst? Ist es wesentlich so. Ja, ansonsten, ich bin 48, bin verheiratet, habe eine Tochter, eine erwachsene Tochter inzwischen. Und ja. Und lebst in München, ne? Ja, östlich von München. Östlich von München. Kleine Ortschaft, 200 Einwohner hat unser Ortsteil, 250, schön im Grünen. Also dein Einkommen, das ziehst du aus mehreren Quellen, dann kann man das so sagen. Ja, habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht, wobei inzwischen muss ich sagen, also das mit den historischen Wertpapieren, habe ich jetzt die letzte Auktion gemacht und bin ich eigentlich mehr oder minder ausgestiegen. Hängt mit mehreren Geschichten zusammen. Ich meine, der Markt ist die Kundschaft, aber sagen wir so, wann ist der Markt für historische Wertpapiere entstanden? Der ist in den 70er Jahren entstanden und es waren viele Banker, die so 20 bis 30 damals waren und da war Deutschland das Zentrum von dem Ganzen und die haben jetzt
sie selbst oder ihre Erben haben einen Großteil der Sammlung eben verkauft in der Zeit. Wir haben die lange Zeit vor allem ins Ausland auch verkauft, aber da kommt halt wenig zurück. Und einer unserer wichtigsten Märkte war Russland. Das hat die Entwicklung nochmal beschleunigt, sage ich jetzt. Weil Russland, mit den Sanktionen dürfen wir keine russischen Kunden mehr bedienen. Mhm. Und damit fällt das Marktsegment für uns weg. Und das hat dann, wie gesagt, ich habe mit dem Kanal schon angefangen, weil ich gewusst habe, ich möchte was machen, was mir Spaß macht. Und ich habe den Trend einfach gesehen und habe gewusst, dass es schwer ist, dagegen anzukämpfen. Mhm. Aber letztendlich sage ich, ich habe den Vorteil, ich muss vom Kanal nicht leben, ich kann von meinem Kapitalerträgen leben, ich kümmere mich um die Firmen, wo ich beteiligt bin. Ja. Und das ist eigentlich ganz angenehm, dass man da keinen Druck hat, Geld mitverdienen zu müssen. Das gibt einem die Möglichkeit, manchmal Sachen zu machen, die jetzt unter kommerzieller Sicht einfach nicht... Das geht mir auch so, ne? Also ich bin ja auch mehr oder weniger hobbymäßig unterwegs und das nimmt den Druck auch raus, ne? Und dann ist man ja auch vielleicht ein bisschen lockerer bei verschiedenen Dingen, die man mal so ausprobieren will. Ja, finde ich super. Und wenn ich mal in den Chat schaue, da sind auch einige jetzt am Start und viele schreiben auch schon positiv von dir. Du hast ja schon eine gewisse Fanbase aufgebaut, ja, der Ben 82 schreibt zum Beispiel, ich schätze Matthias sehr. Damn Proud Independent sagt, okay, bei dem Lebenslauf wundert es mich nicht mehr, dass Matthias so viel Wissen und Expertise hat. Ja, das kann man so sagen. Und dann schreibt auch noch einer, dass er dich ja mal vorgeschlagen hat. Wo habe ich denn das stehen eben gesehen? Also es war wirklich so, ich habe mal eine Umfrage gemacht, wen wollt ihr mal als Gast einfach mal so ganz frei raus, ne? Ob derjenige dann zusagt, ist ja die andere Frage, ne? Und da bist du sehr oft genannt worden. Umso schöner ist es, dass du dir heute die Zeit auch nimmst. Und an alle, die jetzt live dabei sind, gerne eure Fragen mal in den Chat auch reinschreiben. Ich schaue auch, dass ich da jetzt keine übersehe. Es wird vielleicht auch anstrengend werden. Ich habe auch ein paar Fragen dabei. Wir reden am besten mal jetzt im ersten Teil ein bisschen über den Aktienmarkt. Ja, und wenn ich jetzt so auch sehe, was du schon so für Inhalte auch produziert hast jetzt im Internet und was ich von dir gehört habe. Du hast da schon vielleicht eine etwas andere Anlagephilosophie wie der Hardcore-ETF-Anleger. Ne? Das heißt, du schaust auch schon ein bisschen hier, welche Einzelaktien ist vielleicht für mich jetzt interessant. Die haben vielleicht andere noch nicht entdeckt für sich. Ja. Und wie kann ich diese Perlen da am Aktienmarkt finden? Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du da vorgehst. Ja, ich würde mal sagen, ich finde ETFs gut im Übrigen. Also das ist ja nicht, dass ich ETFs schlecht finde. Mhm. Aber ich versuche generell, eigentlich ist meine Idee so irgendwo, ich stelle mir die Frage, wo habe ich einen positiven Erwartungswert? Den habe ich, oder einen guten Erwartungswert habe ich, wenn ich ETFs mache, wegen den niedrigen Kosten. Mhm. Im Vergleich zu aktiven Fonds jetzt zum Beispiel. Aber jetzt, wenn man mal den gesamten Aktienmarkt anschaut, da müssen wir mal ganz ehrlich sagen, haben wir bei einer Nike, bei einer Apple oder bei einer Amazon, selbst wenn wir Top-Analysten sind, haben wir da eine Chance, mit noch so vielen Stunden mit noch so vielen Stunden starker Recherche wirklich den Vorteil zu finden. Und darum habe ich bei mir, von dem, was ich investiere, bei den größeren Werten, versuche ich, Werte zu finden, die relativ wenig zyklisch sind und langfristig wachsen, wo ich sehr lange dabei bleiben kann, wo ich mir den Vorteil hole, ich möchte möglichst wenig handeln mit diesen Sachen. Ich hole mir den Vorteil über Diversifikation, weil das ist ja durchaus ein Vorteil, den der Aktienmarkt bietet im Vergleich zum Einzelinvestment. Ich hole mir den Vorteil, dass das Geld lange arbeitet, dass ich die Steuer quasi nicht aufdecke. Das sind so die Geschichten, das ist so, ich sag mal, die Hälfte von meinem Depot, da fasse ich auch viele Sachen groß nicht an, da gehört eine Danaher dazu, eine Bechtle, eine Itosho, eine Nestle, das sind Werte, die man einmal kauft und die man liegen lässt, da beobachtet man die Firmen, klar, wenn was ganz Grobes schief gehen würde, müssen wir irgendwann eine Entscheidung treffen, aber bei den Werten wird es, bei einer Bechtle haben wir vielleicht noch eine Chance mit Recherche was zu kriegen, aber bei den anderen großen Werten ist es wirklich schwierig, einen Wissensvorsprung zu kriegen und wirklich mit dem Vorsprung aktiv zu investieren. Es gibt aber andere Bereiche. Ich meine, einer, der ein bisschen kleiner ist, ist so, ich gehe ein bisschen nach Personen, beschäftige mich mit den Leuten, die hinter den Kursen sind. Das finde ich ganz spannend, und weil ich nämlich denke, ich habe relativ viel Biografien gelesen. Das war auch so 1995 so eigentlich der Startpunkt, wo ich nach zwei Jahren eher Schrott investieren, sage ich mal. Mein erster Kauf war am Tag nach dem 18. Geburtstag, ein Optionsschein, der platt gefahren ist. Und dann auch noch auf Währung damals, auf D-Mark-Dollar-Verhältnis.
ich habe einen US-Penny-Stock, da bin ich auf Bump and Dump bei der Omega Environmental reingefallen. Da habe ich meine erste Class-Action damals mitgemacht. Und eigentlich so ein springender Punkt war 1995 oder 96, war das, als ich die Biografie Der Weg nach vorn von Bill Gates gelesen habe. Mhm. Weil ich da das erste Mal einen deutlich langfristigeren Blick eingenommen habe. Ich habe Microsoft dann gekauft. Das war Microsoft, McDonald's, Intel, Oracle. Das waren so meine vier Armees, die ich damals hatte. Und die Microsoft habe ich bis Ende 99 damals durchgehalten. Und das Paradoxe war, ich habe sie damals verkauft mit der Argumentation, wenn einer dieses Y2K, dieses Jahr 2000 Problem hat, dann Microsoft. Das war eine ganz banale Analyse. Es kam dann nicht dazu, aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mal raus da. Ja? Also hast du die bis heute nicht mehr im Bestand? Nee. Oh, schade. Ich meine, ich hätte 16 Jahre warten müssen, bis ich wieder an dem Kurs gewesen wäre. Das darf man nicht vergessen. Okay. Und muss eins sagen, ich habe 2000, war ich relativ früh raus. Also ich habe eben die letzten, so Ende Januar 2000, die Sachen verkauft, weil ich ein richtig gutes Buch gelesen hatte, Der Börsen- und Gründungsschwindel von Otto Klarkau. Das Buch ist von 1876. Der Gründungsschwindel in Berlin ging von 1870 bis 1873. Und dieser Schwindel war größer als das, was am neuen Markt damals ablief. Mhm. Und das ist sensationell. Und es gab mehr Emissionen damals als zu Zeiten des neuen Marktes. Und es waren so viele Parallelen damals einfach, dass ich großteils raus war. Ich habe nur den Fehler gemacht, ich bin im Herbst 2000 dann wieder relativ groß eingestiegen und habe dann vom Depot Höchststand, den hatte ich so im September 2000 noch, und dann ging es erstmal 30%. Ups, ja. Moment mal, ich muss schnell, mein Akkustand ist niedrig, sagt er. Ui, ich habe auch ein paar Rückmeldungen. Ich bin dass am du Strom hier, deshalb wundert mich jetzt. Ja, dann schau mal, dass du uns da nicht jetzt hier mal ganz kurz verschwindest plötzlich. Ja, live ist live, kann ich dazu nur sagen. Ich habe auch das wahrgenommen, was ihr geschrieben habt bezüglich der Lautstärke. Ich habe mich etwas jetzt zurückgedreht. Ich kann jetzt den Matthias nicht hochdrehen, was die Lautstärke angeht, aber mich zurückdrehen kann ich. Er ist gerettet. Ich bin ein Held, muss natürlich auch einen Stecker. Bleibst du jetzt bei uns, Matthias? Ja, gut. Er muss einen Stecker reinstecken. Das, sorry. War auch noch nicht passiert. Ja, das ist live halt, ne? Das ist kein Problem. Genau. Ja. Und ich habe aber dann investiert und vom Höchststand weg knapp 30% vom Depotwert wieder verloren. Und mein Glück war, im Februar 2001 haben wir uns dann das Haus hier angeschaut. Und das war der Punkt, wir haben schon einige Sachen angeschaut und dann an einem Sonntagnachmittag haben wir es gesehen. Es war das erste Haus, wo Grundstück gepasst hat, wo Hauszuschnitt gepasst hat, wo der Preis, wo alles Lage, alles gepasst hat. Mhm. Und am Montag früh habe ich alles platt gemacht und habe gesagt, okay, ich will eine Kalkulationsgrundlage, was wir Eigenkapital haben. Und das war im Nachhinein eine wahnsinnig glückliche Entscheidung. Ja, tut vielleicht, die Kurse noch abwärts gegangen sind. Tut vielleicht erstmal weh, ne? Aber dann im Nachhinein kann man dann sagen, war alles gut und richtig. Ja. Und darum auch, das finde ich ganz interessant, in letzter Zeit häufiger die Diskussion, soll man Aktien nebenbei laufen lassen oder ETFs laufen lassen, wenn man ein Haus. Das ist wieder eine Geschichte. Jeder argumentiert anders, weil jeder einen anderen Erfahrungsschatz hat. Jemand, der es gemacht hat und der 10 Jahre Hosse erlebt hat und der gesagt hat, cool, mit den Gewinnen habe ich wesentlich weniger abbezahlen müssen. Der wird immer pro argumentieren, sagt, mach den Aktiensparplan. Und jemand, der wie ich die Erfahrung hatte, zum Glück das Richtige zu machen und das Minus nicht mitzunehmen dann. Ja, also ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man auch mal so ein bisschen durch die schlechte Zeit hindurch ist. Und das ist ja was vielen vielleicht ein bisschen fehlt. Ne? So richtig, die richtige schlechte Zeit haben wir ja in den letzten Jahren tatsächlich nicht gehabt. Kurze Einbrüche, die relativ schnell wieder aufgeholt waren. Wenn man länger dabei ist, so wie du und ich ja auch, dann kennt man halt auch sowas wie die Finanzkrise-Zeit, ne? Oder eben auch so eine lange Durststrecke, die man halt auch mal durchhalten muss. Ne? Und das fehlt vielleicht vielen jetzt in den letzten Jahren. Nachzäher war eigentlich die Zeit nach dem neuen Markt, weil also im Prinzip, wir hatten ja den Niedergang durch den neuen Markt und dann kam 9-11 dazu. Das heißt, wir haben also einen ersten riesen Abwärtsschub und haben darauf noch eine Katastrophenmeldung bekommen. Da war ja ein paar Tage im Übrigen auch der Börsenhandel in den USA zu. Das kann man sich heute auch nicht wirklich vorstellen. Dann ist es richtig schlimm, wenn das passiert. Und dann ging es dann nochmal richtig abwärts. Ich empfehle den Leuten immer, versucht, Zeitungsartikel aus dieser Zeit zu holen.
Ich habe noch. Weil im Nachhinein wird die Zeit verklärt und jeder sagt, oh, im März 2009, wer war denn da? Also sorry, da kommt man doch gar nicht so beschifft sein, dass man nicht Aktien kauft. Ja? Ich habe noch einen ganzen Ordner, ich muss den mal noch auswerten irgendwann. Ne? Wenn man wirklich, du kannst auch online bei Spiegel zum Beispiel die Archivartikel häufig kostenfrei anschauen. Mhm. Mach das mal und genau, du wirst dann sehen, dass wir 2008, 2009 von Verstaatlichung der ganzen Wirtschaft geredet haben und das ist wirklich in den Medien offen diskutiert worden ist. Mhm. Und da muss man sagen, und dann soll man die Eier haben, dort im Prinzip all in zu gehen oder ja, und im Prinzip alles zu investieren. Ich kenne die Artikel, ne, wo auch drin steht, ja, es ist zwar schon irgendwie alles günstig und die Unternehmen sind unterm KBV irgendwo, ne, also unter eins so, aber es kann ja noch weiter runtergehen, ne, es kann noch viel weiter runtergehen, ne, und das ist natürlich, es wird nie in der Zeitung stehen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ne, das ist halt auch klar. Das, ich kenne die Zeit noch. Ich gucke mal kurz in den Chat. Also einige schreiben, dein Ton wäre ein bisschen zu leise, vielleicht auch meiner zu laut. Ich habe meinen schon ein bisschen zurückgedreht. Vielleicht kannst du da noch irgendwo was drehen, aber so geht es besser so? Oder? Ich denke, man hört dich. Ich wollte eine Frage aufgreifen vom Reini, bevor die jetzt hier bei mir verschwindet im Chat. Er schreibt, das Durchschnittsalter der YouTube-Nutzer steigt. Für viele ist das Thema Entnahme sicher interessant. Mich würde deine Meinung interessieren, beziehungsweise noch besser eine eigene Folge zu dem Thema. Hast du da jetzt irgendwie was so kurz und knapp, was du dazu vielleicht sagen kannst? Oder vielleicht planst du auch dazu eine Folge zum Thema Entnahme? Ich habe in Planung, dass das Thema kommen wird. Das ist jetzt schon einige Male angesprochen worden. Es sind im Prinzip meiner Ansicht nach zwei Geschichten. Das eine ist, du kannst natürlich, also viele stellen ja gern auf ausschüttende Geschichten um. Mhm. Ist natürlich ein bisschen schwierig aus steuerlicher Sicht, wenn du hergehst, wenn du ein thesaurierendes Portfolio hast, die Steuern realisierst und dann im Prinzip in ausschüttende ETFs gehst, um die Ausschüttung, also um von der Ausschüttung dann zu leben oder möglichst wenig neben der Ausschüttung noch verkaufen zu müssen. Ich finde eigentlich die interessantere Strategie vor dem Hintergrund, mal zu schauen, mit Depotüberträgen sein Portfolio etwas zu schichten. Und zwar das Portfolio nach Einstandskursen zu schichten. Also du hast thesaurierende ETFs, du bist nach 10, 15 Jahren, jetzt hast du dein Sing Plus und du willst dann das Geld. Und dann gehst du her und machst Depotüberträge. Du kennst vielleicht dieses Spielchen, wo diese verschiedenfarbigen Ringe drauf sind, die man auf drei verschiedenen Dingen umsortieren muss. Mhm. Und mit dem Bardepot-Überträgen sortierst du das so, dass in einem Depot die Wertpapiere mit dem höchsten Einstandskurs sind. Und die verkaufst du dann regelmäßig als erstes ab. Das hat zur Folge, dass du kaum Steuern aufdeckst. Es ist ein bisschen Arbeit, man muss ein bisschen, aber die Depotüberträge gehen heute elektronisch. Wenn es nicht gerade irgendeiner der Broker ist, wo die Baderbank dahinter ist, gehen sie wahnsinnig schnell und unkompliziert und man kann eben auch Teile von Positionen übertragen. Ja, also du meinst jetzt, ich übertrage jetzt beispielsweise 50 Anteile von 100 insgesamt auf eine andere Bank und habe dann wieder First in, First out. Das heißt, ich würde die Anteile, die ich als erstes gekauft habe, übertragen. Genau, richtig. Es waren immer die als erstes gekauft waren. Und wenn jetzt zum Beispiel der Fall ist, dass die als erstes gekauften wahnsinnig dick im Gewinn sind, was ja häufiger ist, weil sie am längsten drin sind, dann schiebst du in das nicht anfassende Depot 2. Das kannst du im Übrigen bei einer Comdirect auch mit dem Zweitdepot machen. Oder bei Smart Broker Plus ging es früher, also beim alten Smart Broker ging es mit bis zu 10 Unterdepots. Mit dem Unterdepot, Du schiebst das Ganze rüber. Und bei Comdirect, das geht dann innerhalb von einem Tag. Du schiebst das Ganze rüber. Und dann gehst du her und wenn du schon, dann kommt ein Block, den du meinetwegen mal auf dem Hoch gekauft hast, sag mal Ende 2021 hast du dann nochmal kräftig nachgekauft, der wird dann kommen, dann kannst du zum Beispiel den verkaufen oder in ein anderes Depot schieben, von dem du die Verkäufe dann tätigst. Und so kannst du, und wenn du das Ganze noch kombinierst, weil du vielleicht zwei oder drei verschiedene ETFs hast, kannst du dir das Ganze schichten in ein Depot, wo die großen Kursgewinne drin sind, das lässt du einfach in Ruhe. Und in ein Depot, wo quasi die ganzen Sachen mit relativ niedrigen Kursgewinn, vielleicht sogar ab und zu mal mit Kursverlusten noch drin sind, wenn sie noch nicht allzu lange die Käufe zurück sind, wenn man gerade in einer eher schwächeren Phase ist. Okay. Und damit kann man das relativ gut optimieren, dass man wenig Geld rausnehmen muss, um im Prinzip den Cashflow zu haben, den andere sonst wesentlich
teurer bezahlen würden, wenn sie im Prinzip den Gewinn aus den Thesaurierenden auflösen müssen und dann den Ausschüttenden rübergehen und dann nochmal die Ausschüttungen auch gleich wieder versteuern. Mhm. Das ist mal so ein Aspekt. Dann die andere Frage ist, switche ich im Alter? Das ist ja auch häufig so die Empfehlung, 100 minus Lebensalter, was der Aktienanteil sein soll und so. Switche ich im Prinzip von riskanteren Assetklassen in weniger riskante um. Das kann ich erstmal zum Beispiel so einen Switch, kann ich natürlich auch über die Methode machen, dass ich das mit wenig Gewinn aufdecke. Ja. Mhm. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, eine Geschichte, da muss man in sich gehen, muss schauen, wie ist die jeweilige einzelne Situation des Einzelnen. Was habe ich mit dem Geld vor? Will ich es bis zum letzten Cent quasi aufbrauchen? Oder soll was auf die Kinder mal übergehen? Und auch da vielleicht ein Gedanke noch. Ich habe selbst auch zum Beispiel einen Rürup-Vertrag, aber nur auf ETF-Basis und nur im überschaubaren Rahmen. Ja? Mhm. Aber der wird ja zum Beispiel zwangsverrentet. Und wenn ich mir da den Rentenfaktor anschaue, gut, der wurde in der Niedrigzinsphase fixiert, der Mindestrentenfaktor ist um die 28 bis 30 irgendwo, das ist nicht die Welt. Geht ja noch. Ne? Da muss ich manchmal, geht schlimmer. Ja, aber da muss ich manchmal sagen, wenn ich einen ausschüttenden ETF habe, da komme ich auch auf 3% Dividendenrendite. Und 3,6%, also ein Rentenfaktor von 30 heißt 3,6% pro Jahr. Nur nachher ist das Geld weg. Während beim Welt-ETF der ETF weiterläuft. Ja, das heißt, wenn man Anteile hat, wo man sagt, okay, ich möchte die später mal auf die Kinder oder auf die Enkel überschreiben, ist es eine Geschichte, dass das natürlich komplett im Aktienanteil bleiben kann. Man lebt von den Ausschüttungen und lässt den Stock quasi, überträgt den und natürlich den am besten mit dem möglichst hohen Kurs gewinnen, ja. Und eine Sache, was ich noch spannend finde, wo ich mich ein bisschen mit eingelesen habe inzwischen, das ist das Thema Nießbrauchgeschichten. Also ich kenne es aus dem Bekanntenkreis, dass es jemand mit Immobilien gemacht hat. Fand ich hochinteressant. Der hat seinen Enkelkindern was übertragen wollen. Und er hat den Enkelkindern Immobilien mit Nießbrauchrecht übertragen. Und das hat natürlich dann, je nachdem, wenn diejenigen, die drin gewohnt waren, da irgendwo um die 50 sind, 50, 55, wo man so vielleicht 60, wo man mit dem Gedanken sich trägt, konnte der relativ hohe Beträge schenken. Also wenn man, ich weiß jetzt keine Zahlen, so 700.000 oder 600.000, 700.000 schenken und es ging dann und waren am Ende dann auf 300.000 oder irgendwie oder 250 runtergerechnet, ja. Und dasselbe geht im Übrigen. Du meinst steuerfrei übertragen dann, zu Lebzeiten, ne? Als Schenkung. Genau, richtig. Als Schenkung. Mit Nießbrauchrecht. Zumindest mal den Freibetrag darauf anrechnen, ob es am Ende ganz steuerfrei ist. Und nicht die eigene Wohnung, sondern es gibt Leute, die wollen Wohnungen auf Nießbrauch verkaufen, weil sie zum Beispiel ein kinderloses Ehepaar sind. Das ist definitiv ein Trend. Dieser Markt, der ist sehr im Kommen und das ist nicht unattraktiv. Und dasselbe geht fürs Aktiendepot. Ist aber komplex, ne? Also ich meine, es geht ja schon los, wenn man die Immobilie bewerten muss, ja. Aber dasselbe geht im Übrigen mit dem Aktiendepot. Es gibt die Möglichkeit, Aktiendepots mit Nießbrauch zu übertragen. Und dann bekommst du bis an dein Lebensende die Dividendenzuflüsse, aber das Depot gehört dem Nachwuchs schon. Und das finde ich eine hochspannende Geschichte, weil ich sage mal, ich habe Beispiele, also wenn man um die 45 irgendwas ist, hat man ja noch relativ lange statistische Lebenserwartung. Da gehen dann 2 Millionen quasi in den Freibetrag von den 400.000, die man für Kinder hat, rein. Also das ist eine extrem hohe Rückrechnung. Und du bekommst dann halt bis an dein Lebensende quasi die Dividendenzahlungen aus dem Portfolio. Aber darf der neue Eigentümer nicht dann auch Veränderungen vornehmen im Depot? Das ist einer der Punkte, wer befinde ich als Honorarberater jetzt interessant, nämlich es sind meistens verwaltete Depots. Also die Anforderung, dass sowas unbedingt immer mit Steuerberater und mit dem Spezialisten machen, es sind im Wesentlichen verwaltete Depots, weil man kann natürlich über die Höhe der Dividendenrendite diesen Faktor extrem stark beeinflussen, weil die Dividendenrendite ist dafür maßgeblich, wie stark dass diese 2 Millionen, wie viel nachher das, sagen wir jetzt, der Verschenkungsbetrag, also der Betrag, der dann steuerlich angesetzt wird, ja. Aber ich finde dieses Modell, man sollte sich da Gedanken machen. Gerade wenn man ETFs macht, ist es ganz
eigentlich auch relativ einfach. Oder wenn man eben, wie gesagt, verwaltete Geschichten macht. Und das ist was, was einerseits eben die Steuervorteile ausnutzt. Man hat ja alle 10 Jahre den Freibetrag. Also es geht vor allem bei größeren Vermögen, ist das halt interessant. Gleichzeitig hat man als derjenige, der schenkt, den stetigen Cashflow. Und man hat nicht mehr diese nervliche Belastung der Kursschwankungen. Weil der Fokus geht von den Kursen komplett weg. Du bist nur noch auf den Cashflow fokussiert. Und für aber viele Leute ist das ein Punkt, der sehr, sehr beruhigend wird. Belastet wird aber dann der Freibetrag von dem Beschenkten, ne? Das heißt, der muss das steuerlich ja irgendwie für sich dann wahrscheinlich, oder? Ja klar, du musst die als Einkünfte versteuern. Also als der Beschenkte. Hat aber nichts davon. Nee. Du als du Schenker. Kriegst die Zuflüsse, du musst es wie sonst, wenn du Ausschüttung kriegen würdest, auch versteuern. Obwohl der Eigentümer von dem Depot aber jetzt zum Beispiel das Kind ist, also Sohn, genau, oder Tochter. Genau, richtig, genau. Interessant, also habe ich noch nicht gehört. Hochinteressantes tatsächlich, Thema. Ja. Und wie gesagt, das kommt aus dem Immobilien, geht aber genauso für Wertpapiere. Das werde ich mir noch genauer anschauen, also auf jeden Fall und super spannend. Das finde ich zum Beispiel so ein Aspekt, aber wie gesagt, muss man sich ein bisschen einarbeiten. Aber das sind Themen, ja, und darum habe ich bisher auch nichts gemacht. Ich hatte nämlich schon ein paar Anfragen dazu, aber da möchte ich einfach fit drin sein, wenn ich dann, ich sag mal, groß ein Video dazu mache, ja. Ja, ja. Aber das sind so Aspekte, die bei mir dort vorgehen, jetzt, wo ich sage, daran würde ich jetzt denken, ja. Also schon total viel Mehrwert, ja, und auch so ein Video findet man auch nicht überall, ne? Das passt auch ganz gut zu der Aussage, die ich hier gelesen habe, dass du ja auch hier, dass dein Kanal ja auch eher Verbraucherschutz ist und eben nicht so ein typischer Finfluencer-Kanal, ne? Was immer jetzt ein Finfluencer-Kanal jetzt auch ist, ne? Aber ich weiß schon, was damit gemeint ist, ne? Sondern da geht es schon ein bisschen mehr auch in die Tiefe. Und dazu passt auch wiederum jetzt etwas, was der Ben82 da geschrieben hat. Ich habe es noch gar nicht so richtig durchdrungen, was er eigentlich meint, aber vielleicht verstehst du das. Er schreibt Folgendes. Also ich habe ein paar Positionen stark im Verlust, die teilweise wieder hochlaufen. Nun habe ich bei diesen Positionen Limit-Verkaufsorder angesetzt, etwa 5-10% über dem aktuellen Kurs. So, wenn sie hochlaufen, setze ich das Limit höher. Wenn erreicht, dann verkauft, schreibt er. Ne? Gegengerechnet wird es mit Verkäufen von Gewinnen und Rebalancing. Dabei möchte ich genauso verfahren wie mit Limit-Orders. Macht das Sinn? Erstmal verstehst du, was er meint. Also ich sag mal so, wenn das Limit erreicht wird, ist ja die Order ausgeführt. Und ein Limit dann hochzunehmen, macht ja nur Sinn, wenn er höchstens einen Stoppkurs nachzieht. Wobei Stoppkurs ist ein Thema, das meiner Meinung nach nur ins Trading reingehört. Und das ist nicht meine Welt. Also ich verfahre zum Beispiel überhaupt nicht mit Stoppkursen. Ja, ja. Naja gut, es sei denn, du willst dich vielleicht trennen von der Position und sagst ja, vielleicht läuft ja noch ein bisschen hoch. Ja. Kann man machen. Okay, klar. Das passt im Übrigen auch, wo wir vorhin noch stehen, mit der dritte Bereich, weil eigentlich, ich nenne das immer so unter der Durchflughöhe der Profis. Also alles, was Small- und Micro-Caps sind oder alles Geschichten, die interessant sind, aber die nicht von professioneller Seite gemacht werden, weil die Märkte zum Beispiel zu klein sind. Und da ist zum Beispiel ganz wichtig, nur mit Limit-Ordern zu agieren. Also wenn ich sehe, einer der Werte, die ich habe, also wenn man Namen nennen darf, dann, oder doch, okay, nennen Namen. Ja? Also zum Beispiel die Quirin Privatbank. Aber wie gesagt, ich bin investiert. Erster Transparenzhinweis und das zweite ist, macht eure eigenen Recherchen. Ja, es ist. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich wollte ich es am Anfang schon sagen. Ich meine, ich finde es auch ein bisschen lächerlich eigentlich, ne, weil es ja doch irgendwie, aber es ist so eine Art Disclaimer, ne? Also wenn wir jetzt hier über Einzeltitel reden, dann sagen wir nicht, kauf das, ne? Sondern wir reden darüber, damit man vielleicht irgendwo Impuls bekommt. Als, ne? Als Beispiel halt so, wenn dort jemand für 30.000, 40.000 Euro verkauft, dann kann das Ding mal schnell 20% rauf oder runter gehen. Da hat sich an der Firma nichts geändert. Da kriegt einer in der Firmenzentrale oder im Büro nicht mal was mit, dass irgendwas, sondern das ist nur, weil einer schlecht aufgestanden ist, ja, und meint, er müsste jetzt die Sachen raus. Und bei solchen werden es dann häufig auch 5 oder 10% Spread. Und da kauft man auch nicht einfach zu dem Briefkurs weg, sondern da setzt man ein Limit auf Höhe vom Geldkurs rein, auf Xetra. Und als ich meine Position damals aufgebaut habe, habe ich fast 2 Monate die Limite drin gehabt. Und immer mal wieder, wenn am Markt was geschüttet worden ist, weil einer, kam wieder eine Mail, ihre Order wurde teilweise ausgeführt, ja. Okay. Und also das kann ich bei den Small- und Micro-Caps dann nur empfehlen. Und warum ich da einen relativ großen Anteil drin habe, das sind nicht nur Small- und Micro-Caps, das sind allgemein Sachen,
die von Profis nicht mehr beachtet werden, weil ich dort einen positiven Erwartungswert aufgrund meiner eigenen Recherchen sehe. Ich sage immer, wenn ich in Microcap reingehe, dann muss ich wissen, wann der CEO auf die Toilette geht. Ja, das ist. Ich muss ganz nah dran sein. Ich war bei einigen dieser Firmen auf der Hauptversammlung. Bei der Quirin jetzt zum Beispiel, den Karl Matthäus Schmidt, habe ich 1999 im Rahmen des Studiums, haben wir mit Consors, er war ja der Gründer von Consors damals, haben wir mit Consors ein Projekt ein halbes Jahr lang gemacht. Und da haben wir bei ihm präsentiert und ich habe ihn damals für Börse Online interviewt. Und seitdem verfolge ich die Person eigentlich. Und das ist jemand, der seit 1993, seit 31 Jahren, kämpft er für günstige und faire Konditionen für Privatanleger. Ja. Und er hat seine Linie komplett beibehalten. Ja? Und das sind so Dinge, da fühle ich mich dann wohl und da bin ich auch langfristig mit drin. Das ist nichts, wo man für ein paar Wochen oder ein paar Monate reingeht, sondern man begleitet die Firmen. Und das ist ein Punkt, was mir ganz, ganz wichtig ist an dem, was nämlich heute meiner Meinung nach der größte Fehler beim Investieren ist. Die Kurse sind so schnell verfügbar. Du hast sie am Smartphone verfügbar. Du hast sie immer in Realtime. Viele von den neu eingestiegenen Anlegern fokussieren nur noch auf die Kurse. Die verstehen gar nicht mehr, was der Besitz einer Aktie bedeutet. Das ist ein Kauf von einem Unternehmensanteil. Ja. Und deshalb ist meiner Ansicht nach bei den Small- und Microcaps die riesige Chance, das Bewertungsniveau ist im Moment so günstig wie selten zuvor. Okay. Du kannst mit eigener Recherche Vorteile erzielen. Ein anderer Wert, wo ich ganz groß dabei war, ist Centrotec. Das ist nämlich eine zweite Geschichte, die da dazu kam. Also Centrotec macht Wolf-Heizungen, Wolf-Wärmepumpen war das. Und die haben Ende 2020 ein Delisting angekündigt. Und jetzt Delisting heißt nicht, dass das Ding komplett von der Börse verschwindet, weil meistens die Börse Hamburg im Freiverkehr weiterhandelt. Aber Fonds müssen zum Beispiel raus. Gewisse institutionelle Anleger und auch Vermögensverwalter haben ihre Vorgabe, dass es ein organisierter Börsenplatz sein muss, wo der Freiverkehr wieder nicht je nach Definition dazu zählt und nur noch ein paar Spezialfonds können rein. Und gleichzeitig muss der Großaktionär für alle Aktionäre einen Durchschnittspreis der letzten, ich glaube, 6 Monate sind es, bieten. Und damit wurde das gemacht in Fällen, wo nach Corona die CEOs und Großaktionäre schon gesehen haben, boah, das Geschäft kommt wieder richtig in Fahrt, aber wir können noch den Durchschnittspreis der letzten 6 Monate bieten und gleichzeitig haben wir beim Orderflow eine Asymmetrie. Auf der Käuferseite steht im Wesentlichen der Großaktionär mit seinem Abfindungspreis und Fonds und Institutionelle müssen raus. Das ist natürlich eine Gelegenheit dann. Ne? Und das Fahrwasser habe ich zum Beispiel bei einigen Delistings in 2021 genutzt. Ich habe mich eingearbeitet, das Ganze war für mich der Trigger, mich mit der Firma zu beschäftigen und die Frage zu stellen, was sieht der Großaktionär, was die anderen noch nicht sehen. Aber ich muss schon zugeben, dass das mit viel Aufwand verbunden ist. Ne? Das ist schon viel Arbeit. Das ist jetzt nicht das, was jetzt derjenige will, der vielleicht sagt, ich möchte mich eigentlich wenig drum kümmern. Ne? Der kauft dann, macht das natürlich eher nicht. Aber darfst du nur. Du kannst, wenn du in Einzelaktien investieren willst, du kannst, klar, wenn du eine breit diversifizierte Geschichte machst, musst du nicht so intensiv dabei sein. Aber das andere Investment, gerade in kleineren Werten, da musst du dich intensiv mit beschäftigen. Ansonsten ist es Glücksspiel. Ja, ja. Du willst also schon sagen, dass der Markt an der Stelle nicht so effizient ist, wie man immer davon ausgeht und dass man da Opportunitäten für sich nutzen kann. Genau. Warum gibt es keinen Fonds, der das macht? Der würde doch gut laufen. Nee, also die Fonds dürfen nur gewisse Anteile reinnehmen. Und das Witzige ist, es hat ein Riesenproblem. Und es gibt ein paar Fonds, die in Centrotec drin sind. Und das ist die wollen jetzt raus. Und weißt du warum? Weil sie Mittelabflüsse haben. Und sie können nur einen Großteil in liquiden Märkten sein. Jetzt gab es im letzten Herbst im Prinzip schlechte Stimmung. Aus Small- und Microcaps ist wahnsinnig viel Mittelabflüsse. Die Anleger in den Fonds, die agieren zyklisch und ziehen das Geld ab. Ja, ja. In dem Moment, wo der Markt schlecht ist, wo man eigentlich sagen muss, jetzt muss man rein. Ja, ziehen sie das Geld ab und der Fonds musste dann raus und musste quasi seine eigenen Positionen, die Kurse noch drücken. Und wenn du als Privater eben diesen Druck nicht hast,
kannst du das natürlich in der Gegenseite zum Einkaufen nutzen. Aber da musst du wissen, was du kaufst. Und bei der Centrotec bin ich auch investiert. Da ist es so, dass der Aktienkurs jetzt bei 49,70 irgendwo, 49,50. Da war jetzt bis letzte Woche ein Rückkaufangebot zu 50 Euro gelaufen. Und die haben aber 46, 47 Euro Cash auf dem Konto pro Aktie umgerechnet. Dazu haben sie noch für knapp 20 Euro eine Beteiligung an Ariston in Italien und ein restliches operatives Geschäft mit Immobilien und so weiter. Ja? Mhm. Aber die Hausaufgaben musst du machen und dann kannst du im Prinzip zugreifen, wenn Fonds zum Beispiel dort raus müssen. Aber es ist kein Modell, was für Kapital funktionieren würde, das im Prinzip vom Anleger jederzeit abgezogen werden kann. Und darum kann ich als Privatanleger das Ganze auch nur mit Geld machen, was ich lange nicht brauche. Weil sonst werde ich nervös und muss natürlich auch zum falschen Zeitpunkt raus. Wie trackst du denn dein eigenes Portfolio, dass man da mal ein bisschen Überblick hat? Ich meine, da ist man ja in vielen Firmen auch vielleicht beteiligt und dann muss man ja auch nochmal einen Überblick gewinnen. Ja, in welchen Branchen bin ich jetzt drin? In welchen Ländern bin ich jetzt drin? Bin ich jetzt sehr stark in Small Cap, vielleicht weniger stark in Mid Cap? Also wie kann man das für sich selbst dann steuern? Also Weil da sehe ich eigentlich eine große Herausforderung. Ich habe es bei mir halt dadurch, dass ich auch jeden Broker mal ausprobiere und für jeden Broker den nehme, der spezialisiert ist. Also zum Beispiel, ich habe ein paar Sachen, die ich direkt in Japan gekauft habe. Mache ich über die Comdirect, die eigentlich sonst relativ teuer ist. Ja. Aber wenn du direkt in Japan orderst, kommst du, ich sag mal, in der Regel sogar unter 0,5% hin, inklusive Devisenschnitt. Da und brauchst du keinen Spread hier. Das hast du gemacht, weil das nur in Japan ging, diese Aktie zu kaufen, oder wie eine, war das? Ja, die JFE Systems, die habe ich jetzt am Jahresanfang gekauft. Die hat im Übrigen über 30% Net Cash. Und ein 12er KGV ist ein IT-Dienstleister. Wie heißt die nochmal? JFE Systems. JFE Systems, also keine Empfehlung. Einmal nein, nur, das ist, wenn er wollt, schaut mal drauf. Ne? JFE Steel ist die frühere Kawasaki Steel und das war die ausgegliederte IT-Abteilung. Mhm. Zwei Drittel gehören noch der JFE Holdings, der Mutter. Mhm. Und 7,5% der Aktien liegen bei den Mitarbeitern. Und wächst solide, ist ein interessanter IT-Dienstleister. Macht nur noch die Hälfte im Stahlbereich für JFE und andere und für andere große Japaner machen die IT-Consulting. Sowas geht eben nur dort zu kaufen, aber auch sowas wie eine Nippon Sanzo oder eine Itosho habe ich, die ich im Prinzip alle direkt in Japan gekauft habe, weil es einfach günstiger ist. In Deutschland, jetzt geht es wieder, wo Japan bis 8 Uhr unserer Zeit offen hat, da kannst du zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr günstig handeln über Lang- und Schwarz-Exchange. Aber ansonsten sind die Spreads bei 2,5% und die muss ich nicht zahlen, sondern dann gehe ich nach Japan. Okay. Andere aber Sachen kaufe ich eben beim anderen Broker, wo es passt. Wie viele Broker hast du da im Moment am Start? Die ganze Family ziehe locker 15 Depots, also in Summe. Aber Broker hast du keine 15 Stück? Nee, aber 7, 8 verschiedene auf jeden Fall. Also wenn ihr Frage habt zu Broker, Matthias Schmidt kennt sie alle. Zum Beispiel habe ich jetzt die ganzen Sachen mit Quellensteuer, Italien, Frankreich und Schweiz, das ist auch alle so ein Thema. Zur DKB übertragen, weil die DKB eine Vorabbefreiung für Italien, für Frankreich macht und den Tax-Voucher für die Schweiz umsonst liefert. Das ist auch so ein Thema für Einzelaktionäre, ne? Quellensteuer, auch ein Riesendrama immer. Und wobei ich inzwischen erfahren habe, die DKB nimmt ja 30 Euro. Letztes Jahr waren es noch 13,90, jetzt 30 Euro. Inflation. Die 18,22 direkt, ist die Tochter von der Frankfurter Sparkasse, die macht es gratis. Ja, das sind so Details, die liest man ja in keinem Depot-Broker-Test. Ne? Das ist eher so erfahrungswert jetzt. Das hat mir ein Follower geschrieben, nachdem ich den Artikel über die italienische Quellensteuer gemacht habe und beschrieben habe, wie es bei der DKB läuft. Das ist im Übrigen einer der größten Benefits vom Videodrehen und vom Artikelschreiben, weil ich wahnsinnig viel Feedback von den Leuten zurückbekommen und damit kann ich nur bestätigen. Ich arbeite mich selbst tiefer ein in die Sache, als wenn ich es machen würde, wenn ich es nur für mich machen würde. Du musst es auch erklären, und, ne? Wenn man es erklären können will, muss man es auch wirklich verstehen. Das merkt man dann erst beim Erklären, dass man es noch nicht richtig verstanden hat vielleicht. Und also kann ich nur bestätigen. Das so ganze Thematik wie Squeeze-Out und Delisting auch. Die Delisting-Geschichten wäre ich nie drauf gekommen, wenn nicht häufiger eben die Fragen gekommen wären. Und zwar dann Rocket Internet war damals die erste, die hat es getriggert, das habe ich mir noch angeschaut. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt beschäftige ich mich mal mit der rechtlichen Geschichte dorthin, warum kommt es dazu? Und so ist dann eins zum anderen gekommen, ja. Und dasselbe war mit Squeeze-Out-Sachen, weil da ist meiner Meinung nach auch so eine Geschichte, also beim Squeeze-Out ist es ja so,
dass der Groß oder dass die Hauptversammlung, du musst 90% oder 95% als Großaktionär haben. Und dann kannst du das Squeeze-Out-Verlangen machen und dann wird ein Gutachten erstellt. Mhm. Und es kommt dann eben zur Abfindung auf Basis des Gutachtenpreises oder auf Basis des 3-Monats-Durchschnitts, je nachdem, was höher ist. Und jetzt müssen, wenn ein Fonds das Ganze hält, der wird abgefunden und das Thema ist erledigt. Mhm. Aber es gibt noch das sogenannte Spruchstellenverfahren. Das heißt, du kannst nachher verlangen, dass dieser Abfindungspreis von einem unabhängigen Prüfer gerichtlich überprüft wird im Nachgang. Du musst selbst nicht klagen. Wenn irgendjemand klagt, und es hat bisher bei jedem Wert, glaube ich, immer einer gemacht, und der Erfolg hat, dann bekommst du nach 5, nach 10 Jahren irgendwann noch einen Nachschlag. Und das ist der Grund, warum Squeeze-Out-Werte, nimm mal an, der Squeeze-Out-Preis ist mit 90 festgelegt. Drum notieren die Squeeze-Out-Werte dann bei 91 oder 92 Euro, weil im Schnitt gibt es, wenn ich es richtig weiß, knapp 14% Aufschlag. Mhm. In diesem Spruchverfahren und gleichzeitig wird der Wert bis dorthin noch mit, ich glaube, 5% über Basiszins oder so verzinst. Und du setzt also quasi 1 oder 2, da wär's 3% ein und bekommst dann nach 6, 8, 10 Jahren, wenn das Verfahren beendet ist und es einen Aufschlag gab, dann bekommst du was zurück und wenn es keinen gab, bekommst du nichts zurück. Du hast aber nicht die Kapitalbindung. Dein Geld wird, deine Aktie wird sofort ausgebucht. Mhm. Und das sind Sachen, die können die Institutionellen nicht machen. Im Gegenteil, die Profis müssen quasi raus. Die nehmen dieses 1 oder 1,5, 2% mit und die unterschiedliche Stärke von diesem Orderflow, dass also wahnsinnig viele auf der Verkäuferseite sind, aber nur eine überschaubare Anzahl auf der Käuferseite. Die sorgt für eine asymmetrische Chancen-Risikoverteilung und macht solche Sachen interessant. Aber, wie du schon gesagt hast, du musst dich intensiv damit beschäftigen. Aber das ist dann der Lohn dafür. Mhm. Und das Chance-Risiko-Verhältnis ist gut. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, du hast jetzt halt viele Broker, du hast viele Aktien, du hast eine Streuung, die wahrscheinlich von jedem klassischen Fonds stark abweicht, gehe ich mal von aus, dass das schon irgendwie nicht irgendwo benchmarkmäßig, da gibt es keinen wirklichen Vergleich wahrscheinlich für dich. Ja, aber wie kannst du dich selbst ein bisschen tracken, wie das läuft? Dass man im Prinzip läuft ja mal was schief, ne? Dass man im Prinzip sieht, okay, aber in Summe habe ich die und die Performance gehabt. Ich habe bei OnVista mir ein Musterdepot angelegt, wo ich alles einmal im Quartal dann zusammen konsolidiere, wo ich einfach einen Überblick habe, wie ist es verteilt, wo bin ich drin. Ich habe es auch mal auf Excel versucht, vor allem auch, weil es Spannende ist, wenn man dahin geht, welche Gewinne werden pro Aktie erzielt und man rechnet es aufs Depot um. Das finde ich spannend. Wenn man sieht, was sein eigenes Depot quasi pro Jahr an Gewinn in Summe erwirtschaftet. Also wenn man den Gewinn je Aktie mal Aktienstückzahl rechnet und das Ganze pro Position macht, das ist ganz interessant. Aber in Summe muss ich sagen, ich bin von der Volatilität niedriger als der Markt. Das ist ein Punkt, also wenn ich jetzt sehe, ich habe in 2022 hätte war mein maximaler Drawdown bei 13% etwa. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Ich dachte, bei der Vola bist du ja wahrscheinlich höher. Nein. So eine klassische Benchmark. Bei der Performance kommt es halt jetzt drauf an, ne? Ob das dann... Performance habe ich die letzten Jahre mitgehalten mit dem Markt. Also das war... Mitgehalten mit dem Markt? Aber mit weniger Rückschlägen. Mhm. Ich habe aber auch im letzten Jahr, ich sag mal, ich war 2022 waren es knappe 3,5%, 3,7%, glaube ich, was ich am Ende noch im Minus war. Im Tief waren es so 12, 13%, was ich vom Hochweg verloren habe. Aber Matthias, und letztes Jahr habe ich aber auch nur 4,5 gewonnen, war aber auf dem Stand von über 2021. Und dieses Jahr läuft es jetzt relativ gut, ja. Man könnte aber dann auch schon sagen, die Marktperformance kriegt man auch mit weniger Aufwand. So ein bisschen kritisch jetzt gefragt. Aber mit der halben Vola. Ich habe ein anderes Risiko. Wenn das ich hätte, sehe, ich, jetzt, das hätte ich nicht gedacht jetzt, ne, dass die Vola niedriger ist. Wenn ich mal die Centrotec anschaue, die war zum Beispiel, als die Kurse im Frühjahr 2022 runter sind, mit Kriegsbeginn, war die auf All-Time-High. Weil er da gerade massiv zurückgekauft hat und das Geschäft mit den Wärmepumpen richtig gut lief. Mhm. Und es sind halt häufig Werte, die nach unten abgesichert sind. Mhm. Also ich hatte in der Zeit zum Beispiel eine KUKA drin, weil ich den Squeeze-Out mitgemacht habe. Die war locker mit über 10% von meinem Depot damals gewichtet. Mhm. Aber der Kurs nach unten war gesettelt. Da ging 1%, 2% Schwankung nach unten. Mhm. Also das darfst du da nicht vergessen, ja. Aber ansonsten ist, ich sag mal, die normalen Marktbewegungen gehen mit, aber mit deutlich weniger Ausschlag. Ja. Okay, verstehe, alles klar.
Auf jeden Fall schon mal super spannendes Gespräch und ich auch relativ, ich sag mal jetzt, nicht für den Anfänger vielleicht unbedingt, also wenn jemand zuhört, der jetzt so ein bisschen eher vielleicht sich als Anfänger bezeichnet, ihr könnt auch einfache Fragen stellen, wir sind schon auf einem relativ hohen Level jetzt im Moment. Wenn ich jetzt hier so in den Chat reinschaue, sehe ich auch schon einige sehr gute Kommentare, da sind Leute dabei, die dann auch nochmal was Sinnvolles beitragen können zum Gespräch. Da schreibt zum Beispiel der Darprax in Kombi mit einem Testament und Notar zur Schenkung kann man bestimmen, ob wann verkauft wird. Also es war das Beispiel mit dem Depot, das man da schon überträgt, wenn Nies braucht. Und da hatte ich noch was. Ah, hier, der Heribert schreibt, für die Verrentung von Eigentum gibt es meines Erachtens zurzeit noch keinen interessanten Anbieter. Da meint er wahrscheinlich die Immobilie jetzt. Alles, was mir bisher untergekommen ist, war nur für den Übernehmer interessant. Also ich finde das auch, ist ein Thema für die Zukunft. Ja, man wohnt im Eigenheim, man braucht aber irgendwie Geld, will aber im Eigenheim bleiben. Also das zu Lebzeiten zu verkaufen, finde ich eine gute Idee. Aber wie wird es im Detail gemacht? Ne? Wer gibt das Geld? Welchen Betrag zahlt man? Wie rechnet man das fair aus? Ne? Das sind aber die Details. Ich sehe es ja, das, was der Zuschauer da gerade gesagt hat. Das ist ja der Punkt. Es gibt keinen attraktiven Preis für den, der es macht, aber rumgedreht für denjenigen, der es kauft. Also der Fall, was der Kunde gemacht hat, der hat ja Geld in die Hand genommen, um für seinen Enkel dieses Nießbrauchding zu kaufen. Also er hat ja nicht seine eigene Wohnung an Nießbrauch an den Enkel gegeben, sondern er hat jemanden gefunden, der im Prinzip in diesem Alter 55, 60 war und der gesagt hat, wir haben keine Nachfahren, wir möchten das Haus, weil wir das Geld verleben möchten. Und er hat gesagt, okay, ich biete euch Summe X und hat das Ganze dann an seinen Enkel quasi vermacht, weil eben diese Chance-Risikorelation, weil auf der einen Seite ist der Bedarf ist riesig von den Leuten, die es machen wollen. Ja, aber genau. Und diejenigen, die es durchblicken und die bereit sind, im Prinzip das Ganze quasi umzusetzen, dann also das Geld auf den Tisch zu legen und zu kaufen und das Risiko dann auch einzugehen, dass natürlich der andere extrem lang drin lebt, ja. Da ist der Markt relativ klein noch. Darum gibt es diese Verschiebungen. Ja, genau. Aber wie gesagt, gerade diese Summe X ist halt schon mal das erste Problem. Wer ermittelt die auf einer fairen Basis? Soll ja für beide Seiten irgendwie fair sein. Und hängt vom Zins ab, hängt von irgendwie Cashflow-Berechnungen wahrscheinlich ab. Ne? Und deswegen, da fehlt vielleicht diese Position in der Mitte, die Angebot und Nachfrage da irgendwie ins Gleichgewicht fair bringt. Und das aber ist halt das, was... denke ich, kommen. Also es ist eine Frage der Zeit. Es gibt ja schon Anbieter, aber wie eben ja auch der Heribert geschrieben hat, die rechnen dann halt vielleicht noch zu sehr zu eigenen Gunsten und nicht so sehr auf fairer Basis. Relativ viele Kosten werden da reingerechnet. Also genau, ich habe aus Österreich ein Beispiel von einem Bekannten gehört. Und da habe ich nur, das kann man nicht annehmen eigentlich als Ding. Aber der Markt ist im Entstehen und die Konstruktion. Mir geht es darum, das System zu verstehen. Ja, absolut. Und nachdem ich dann eben gehört habe, dass es auch mit Wertpapieren geht, ist das eine Geschichte, die das ist echt, durchaus. Das ist echt klasse. Da werde ich auf jeden Fall nochmal mich da ein bisschen drauf konzentrieren. Jetzt habe ich auch noch was zu einem Thema Quellensteuer, weil das ja auch viele betrifft. Das ist auch was man leicht mal übersieht. Aber je nachdem, wo man eben die Aktie her hat, muss man da eben mit dieser Quellensteuer Problematik sich irgendwie zurechtfinden, was man ja als Fondsanleger auch nicht so wirklich kennt. Und der Ben82 schreibt jetzt hier, gibt es da einen Anbieter? Ich bin auch bereit, Provision zu zahlen, wenn ich weniger Arbeit habe mit der Quellensteuer. Hab da Divizent im Auge, die habe ich auch schon öfter gehört. Sind die seriös und hat jemand Erfahrung? Es geht um Quellensteuer aus USA, Schweiz, Dänemark, Norwegen. Also der Punkt ist, USA soll ja kein Thema sein. Die 15%, die kannst du ja nicht zurückholen, die werden angerechnet. Also da gibt es nichts zu machen. Das Einzige ist, wenn aufpassen, wenn die Bank mal 30 in Rechnung stellt, das ist bei mir zweimal bei der Comdirect passiert schon, dann ist zum Beispiel dieses WBN-8-Formular ausgelaufen. Damit qualifiziert man sich gegenüber dem US-Staat quasi als Steuerausländer. Da muss man es neu einreichen. Deshalb immer die Dividendenabrechnungen checken. Ja. Matthias, mir mal ehrlich, das machen doch die Länder auch mit Absicht so umständlich, oder? Weil ein gewisser Prozentsatz sagt sich, komm, ist doch mir egal, dann verzichte ich halt drauf. Soll ich das sagen, was ich heute Morgen gemacht habe? Ich habe den Artikel zur italienischen Quellensteuer geschrieben und ich habe in dem Formular einen Haken bei mir falsch gesetzt. Jetzt kam das Ganze vom Finanzamt, die Ansässigkeitsbestätigung bescheinigt.
Ich hatte es an die DKB geschickt. Die DKB hat mir letzte Woche das Ganze zurückgeschickt und hat gesagt, mit dem Hacken durch geht es nicht durch, neu ausfüllen. Ach, jetzt bin ich heute Morgen ins Service Center vom Finanzamt gefahren und habe mir es neu stempeln lassen, weil es eben rechtzeitig wieder ankommen muss, weil es muss einen Monat bevor die Dividendenzahlung ist. Und die ist wohl für den 7., 8. Mai die nächste an. Also muss ich sehen, dass ich jetzt rechtzeitig, habe ich heute mit Priorbrief noch weggeschickt, dass das gemacht ist. Ja. Und das ist im Übrigen auch der Punkt, wo es bei den Anbietern wie Divizent und so weiter meiner Meinung nach schwierig wird, weil, also ich habe es ein Jahr lang mal über die Comdirect machen lassen. Mhm. Die haben den Service auch angeboten. Ich habe es dann eingestellt, weil der Staat, wenn ich es richtig verstanden habe, hat jemand gesagt, ob es von Steuerberaterseite kam oder was, wenn die Bank das direkt mit dem Finanzamt macht, ist es eine steuerberatende Tätigkeit und die darf die Bank nicht ausfinden. Ergo hat die Bank die Formulare ausgefüllt, hat die ganze Sache zu mir geschickt. Ich musste das Zeug zum Finanzamt schicken, das Finanzamt zu mir und ich wieder an die Bank zurück. Dann kann ich die paar Sachen, wenn ich die Schweizer Quellensteuer anschaue, darum ging es damals, dann kann ich das Ganze auch selbst quasi im Internet auf der Schweizer für drei Jahre zusammen machen. Das ist eine Sache von einer halben Stunde. Und im Übrigen, wenn ihr Angst habt vor den Kosten vom Tax-Voucher, habe ich inzwischen raus, dass bei kleineren Beträgen oder ich sage mal auch bei durchaus Richtung dreistelligen Beträgen das Schweizer Finanzamt komplett die einfache Dividendenabrechnung akzeptiert. Mhm. Also der Tax-Voucher ist da dann am Ende noch einfach ausprobieren, hat funktioniert. Und da muss man ja die Kosten dafür auslegen, ja, weil da manche ja auch dann 10, 15, 20, 25 Euro nehmen. Aber ansonsten und die anderen Geschichten wie Frankreich ist einmal alle drei Jahre, dann ist die Vorabbefreiung für drei Jahre durch, dann bekommt man den ermäßigten Satz von 12,8%. Italien ist normal 26, davon sind 15 anrechenbar, die 11 bekommt man reduziert. Da muss man eigentlich jährlich das Formular einreichen. Das habe ich jetzt das erste Mal gemacht, weil ich erstmals in Italien was habe. Mhm. Was hast du da? Ital Mobiliare. Das ist auch hochinteressante Geschichte, wo jeder gesagt hat, da haben wir zu viert mit dem Management auch telefoniert. Das Ganze war die alte Ital Zement. Die haben im Jahr 2015, 2016 ihre Beteiligung an Ital Zement verkauft an die Heidelberg Zement. Dafür haben sie eine kleine Beteiligung an Heidelberg Zement gekriegt und Cash in Summe 2 Milliarden wert. In den Köpfen der Leute ist das ein Zementholding, die immer mit Abschlag gehandelt wird. Aber der Vorstand Carlo Bessetti, der hat angefangen, das Geschäft umzudrehen oder umzukrempeln in eine Beteiligungsgesellschaft. Und er hat ein richtig cooles Konzept. Der hat tolle Beteiligungen die letzten Jahre zusammengekauft. Aber die stehen natürlich alle mit Buchwert drin. Das Interessante war, als ich den Wert in der Gruppe vorgestellt habe, hat jeder gleich gesagt, Zahlen durch den Screener gejagt und gesagt, was soll denn das? Das ist doch, sorry, alle Zahlen sehen schlecht. Also, Moment mal, das ist eine Beteiligungsgesellschaft. Die muss man mit dem Net Asset Value anschauen. Und die Aktie war zum halben Net Asset Value notiert. Und wir haben im Prinzip dann jede einzelne Beteiligung, ich glaube 11, 12 Beteiligungen, plus ein paar kleinere Geschichten noch, angeschaut. Und das eine ist, die größte ist Caffè Borbone. Das ist in Italien ein Anbieter von vor allem Kapselkaffee. Er ist in Italien inzwischen Marktführer vor Lavazza und Il. Er bietet Top-Qualität zum deutlich günstigeren Preis. Mhm. Und sie fangen jetzt an, also ich glaube 60% haben sie da dran, 40% gehören noch dem originären Gründer und sie unterstützen ihn quasi jetzt bei der internationalen Expansion und bei der Markenpolierung, sagen wir, beim Brandbuilding, also die Marke herauszupolieren, ja. Die in Deutschland, in der Metro gibt es inzwischen den, in USA gehen sie über die italienische Community vor allem in den Markt rein. Mhm. Dann das zweite ist Santa Maria Novella, das ist die älteste Apotheke Europas und eventuell sogar der Welt, 1200 noch was, gegründet in Florenz. Das haben die übernommen und haben daraus einen Parfümhersteller gemacht. Und mit diesem Namen, mit dieser Tradition, die Kräuter werden vor den Bergen von Florenz gepflückt und so weiter. Marketing ist schon mal gesetzt, ne? Und sie haben dann
einen Manager reingeholt, der schon mal einen Parfümhersteller auf, ich glaube, 600, 700 Millionen Umsatz hochgebracht hat. Den haben sie mit 5% beteiligt. Das heißt also auch wieder die Motivation, ja, des Managements, der Anreiz, unter einem Boot zu sitzen. Mhm. Dann haben sie eine Beteiligung an Techniker, sagt ihr vielleicht Moonboots was und Lowa Wanderschuhe, kennt man von denen. Ja. Dann haben sie ein Wasserkraftwerk, eine Beteiligung, dann hatten sie eine Beteiligung an einem LBG-Gas war das, glaube ich, noch. Also verschiedenste Beteiligungen. Und jetzt kam der Punkt, sie haben die ganzen Jahre nichts verkauft, sondern erstmal nur das Portfolio aufgebaut. Und keiner hat gewusst, wie ist ihr Track Record. Und wir hatten die Sachen angeschaut. Und jetzt haben sie im Herbst eine Beteiligung mit Gewinn verkauft. Und jetzt haben sie vor ein paar Wochen die zweite Beteiligung sogar über dem Net Asset Value noch verkauft und haben 100 Millionen Cash wieder aufs Konto gekriegt. Und die Aktie war im Sommer noch bei 24,50, wo ich eingestiegen bin. Mhm. Und die hat jetzt eine Dividende von 3 Euro angekündigt. Und der Kurs ist jetzt knapp auf 34 hoch. Oh, ja. Ja. Aber der Buchwert, also Net Asset Value, ist immer noch bei über 50 Euro inzwischen. Okay. Ja. Also, aber das sind Sachen, da musst du dich einarbeiten. Das war insgesamt 3 Monate, wo wir da miteinander diskutiert haben, hin und her. Jeder hat was angeschaut und das Lied, das ich für dich komponieren habe lassen, das passt schon. Ne? Der Perlen am Aktienmarkt bei Matthias Schmidt. Ne? Also das ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, dass das einige auch sehr stark interessiert. Und ich begrüße auch relativ viele Zuschauer. Also wir haben jetzt hier über 60 Leute, die hier zuhören. Also das ist auf jeden Fall schon mal so, dass es für die Leute auch sehr spannend ist. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wie einer schon schreibt, vergisst auch nicht zu liken. Ja, das vergisst man ja mal so leicht. Ich vergesse es immer zu sagen. Und das ist aber auch wichtig, dass wir kleinen YouTube-Kanäle, also ich vor allen Dingen, ne, dass ich eben auch mal hier und da mal gesehen werde. Wenn ne? ihr es später seht, auch unten kommentieren. Das Ganze kommentieren. Wird alles dem Algo helfen. Absolut. Ich weiß, mich nervt es auch immer darauf hinzuweisen. Ja. Das sind die Spielregeln hier. Ne? Das ist wichtig. Das ist für ein Algo, der erkennt das und schiebt die Videos dann vor. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr wollt, dass vernünftiger Finanzcontent eben vor dem Clickbait-Content kommt. Wo immer nur 5-mal im Video aufgefordert wird, kommentiert und teilt und Ja, die wissen auch genau, wie es geht dann irgendwie. Ne? Die sagen dann irgendwie schon am Anfang und am Schluss verrate ich noch irgendwas ganz Besonderes. Da müsst ihr eben dranbleiben und wenn man lang guckt, das ist auch wieder gut für den Algorithmus. Aber da, ich denke, man soll sich da vielleicht weniger dran orientieren, mehr am Content selber. Aber klar, man lebt ja doch von der Reichweite. Langfristig setzt sich guter Content meiner Meinung nach durch. Und vor allem, es sind die Leute, die Follower, die man behält, die einfach sich auch solide damit beschäftigen wollen. Genau. Und es bringt nichts mit Clickbait, schnell Leute zu gewinnen, die dann im Prinzip bei der ersten bei der ersten Anzeichen von der Best quasi wieder weg sind und wieder das Geld aufs Sparbuch schieben oder das was. Ist es. Sondern ich glaube, also auch die Community, die ich ja habe, klein und fein, aber wirklich super Leute, die man auch schon dann kennt ein bisschen, ne? Und die auch, glaube ich, dann auch treu ist, die nicht gerade wieder weggeht, woanders hin. Also deswegen ist auch die Qualität von den Leuten, die man erreicht, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Wenn man jetzt die große Masse immer erreichen will, die sind auch schnell wieder weg. Ich gucke jetzt nochmal kurz, da sind auch einige Sachen noch mit drin. Da schreibt jetzt zum Beispiel, der Obi Fritz schreibt, kennst du deinen Stundenlohn für deinen Aufwand, Matthias, dann meint er jetzt nicht, aber was er damit jetzt genau meint, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Doch, ich weiß es schon, weil er sagt im Prinzip, Mai, du steckst viel Arbeit dort rein und lohnt sich das Ganze am Ende. Ja, genau. Muss ich sagen, wie gesagt, ich kann inzwischen davon leben, von den Erträgen, das heißt, es lohnt sich auch und das Zweite ist, es macht auch Spaß. Also den Stundenlohn bei meinen Videos und so weiter, wenn ich den direkt, das sehe, was über, ich meine, Affiliate-Marketing ist inzwischen letztes Jahr komplett eingebrochen oder deutlich rückläufig, sage ich mal. Wenn ich das rechne, brauche ich bei Weiben, macht das Ganze keinen Sinn. Aber bei dem, was ich für mich gewinne und was ich bei der Recherche in den Sachen mache, wo ich drin bin, lohnt sich es auf jeden Fall. Ja, genau. Weil dort und vor allem, ich mache was mir Spaß macht. Und das ist im Übrigen auch eine Botschaft, vielleicht mal weg vom reinen Finanzthema, die ich eigentlich gern an junge Leute gebe. Ich muss eins sagen, ich habe im Leben ja ein paar Sachen gemacht, aber ich habe nie wirklich arbeiten müssen. Ich weiß noch, die erste Zeit bei Börse Online, ich habe ja während dem Studium angefangen, habe Studium parallel quasi fertig gemacht, bin zweimal die Woche früh um 4.50 Uhr mit dem ICE nach Würzburg gefahren zu den Vorlesungen.
Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben am Wochenende 100 Leserbriefe abgearbeitet, damals zur neuen Marktzeit. Als ich angefangen habe, waren wir 18 Leute bei Börse Online. Und nach 2 Jahren im Januar 2000 waren wir 180. Da haben wir 15 in einem Monat eingestellt. So ist es damals richtig ja explodiert, das Ganze. Und es hat einfach Spaß gemacht. Es war eine coole Truppe. Und ich habe dann aber auch angefangen, mit den historischen Wertpapieren meine eigene Geschichte aufzubauen. Und es war immer vom Spaß getrieben. Wir waren diejenigen, die mit SEO-Optimierung, ich muss überlegen, im Jahr 2004, das ist jetzt 20 Jahre her, habe ich mit Overdure schon einen dicken 5-stelligen Betrag damals für Online-Werbung ausgegeben. Also es ist dasselbe, was heute Google Ads, heute kennt man eigentlich nur Google Ads. Mhm. Overdure war damals von Yahoo das Gegenstück, ja. Das ist 20 Jahre her. Da haben wir SEO-Marketing quasi nach Suchbegriffen das Marketing weltweit gemacht und haben die Firma damit aufgebaut, während der komplette etablierte Wettbewerb damals gesagt hat, Internet, um Gottes Willen, da haben wir nichts mit zu tun. Wir haben 2009 als erstes Wertpapier-Auktionshaus angefangen mit Online-Bieten. Also seit 15 Jahren habe ich live Online-Bieten angeboten. Die Leute haben das Angebot gesehen, das ist cool, ja. Haben sich mit Kreditkarte legitimiert, die Kreditkarte hinterlegt und konnten in Realtime vom Smartphone oder vom Web aus mitbieten. Ja, da waren wir immer sehr, sehr, sehr weit an der Front dran und haben viele Sachen ausprobiert. Ich bin viel rumgekommen, war in Moskau auf einer Messe damals, ich war in USA auf Veranstaltungen. Ich habe viele coole Leute dadurch kennengelernt, das muss ich sagen, weil viele entweder erfolgreiche Unternehmer waren, viele Sammler, oder eben im Bank- und Finanzbereich sehr erfolgreich waren. Du hast doch auch mal den Warren Buffett interviewt, habe ich gelesen oder gehört. Warren Buffett habe ich damals bei Börse Online noch im Jahr 2000, im April 2000 interviewt. Das war eine tolle Geschichte damals. War das jetzt vor Ort oder per Telefon? Ja, oder? Das war vor Ort. Wir waren mit der Gisela Bauer, die ja auch eine Biografie über ihn geschrieben hat, war ich damals zusammen in Omaha auf der Hauptversammlung. Wir haben eine Reportage gemacht. Mhm. Wir haben mit den Leuten dort gesprochen, die damals noch viel kleiner als heute, ja, zur Hauptversammlung gepilgert sind. Und wir konnten eben auch Buffett interviewen und mit ihm damals sprechen. Und wie war das so? Wie war das Gespräch? Ja, also ich finde, menschlich, er ist wie du und ich, er ist ganz normal. Und er hat eine starke Überzeugung, dass das, was er macht und dass das im Prinzip, also ich hatte ihn damals gefragt, nämlich, wie er das Ganze sieht mit der Blase in der New Economy und so weiter. Und er hat, wenn ich es richtig erinnern kann, er so gesagt, Amerika wird auch das überstehen, ja, wenn es Platz ist. Weil ich gefragt habe, ob es eben nicht das Platzen der Blase nicht eine Auswirkung auf die Realwirtschaft letztendlich hat. Und dann hat er gemeint, amerikanische Firmen sind starke Firmen und Amerika hat immer sich wieder behauptet. Ich habe da ein Interview mit ihm, ein relativ aktuelles Interview, mal gehört, wo er auch eigentlich total optimistisch ist so für die Zukunft. Das Einzige, vor dem er Angst hatte in dem Interview, war ein dritter Weltkrieg. Ne? Und tatsächlich ist es etwas, was er damals schon vielleicht irgendwo befürchtet hat und da war es noch nicht so weit, wie es vielleicht im Moment ist. Ja. Aber das ist definitiv eine Sache, die ihm Angst macht, ja, und es sollte uns allen Angst machen. Ja. Aber ansonsten ist er tatsächlich eher ein optimistischer Mensch. Ja, aber wie gesagt, das war damals ein Ding, aber Punkt, wo wann nicht, also es hat immer Spaß gemacht. Und mit den Wertpapieren, wo es jetzt schwieriger wurde, habe ich zum ersten Mal erlebt, auch wie es wirklich ist, arbeiten zu müssen, sag ich mal, nicht zu dürfen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich 2019 so angefangen habe, mir langsam eben Gedanken zu machen, was möchte ich machen, was mir Spaß macht. Mhm. Und ich merke einfach, dass es Spaß macht, das Wissen weiterzugeben. Man merkt es ja auch an, Matthias. Ja, danke, freut mich. Nee, und das ist einfach der Punkt, es ist dann keine Arbeit. Und es ist genauso, wenn ich auf eine Hauptversammlung gehe. Ich war letztes Jahr bei Centrotec zum Beispiel auf der HV. Klar, das waren ein paar Tage vorbereitet und man hat Handelsregister und andere Sachen durchrecherchiert und habe immerhin dazu geführt, dass die Hauptversammlung für eine halbe Stunde unterbrochen worden ist, bis sie die Antworten auf meine Fragen dann vorbereitet haben. Das heißt, waren wir schon ein bisschen, mussten sich überlegen, was sie dazu antworten. Ja, okay. Und es macht Spaß und es kommt ein Feedback von den Leuten. Ja. Und dementsprechend auch, wenn ich jetzt von einigen Leuten sehe, wo wir vor 8 oder 10 Jahren das erste Mal gefragt haben, kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert mit dem Geldanlegen und so, wo man grundlegende Tipps gegeben hat. Wenn die dann heute kommen, kam ein Bekannter jetzt und hat, Mensch,
ich habe mir es nie vorstellen können, damals, als wir miteinander gesprochen haben. Damals hatte ich noch Konsumschulden gehabt und wir waren heute beim Notar, ich habe ein Haus gekauft. Ja. Das hätte ich mir damals nie vorstellen können. Wenn du da einfach merkst, wenn du den Leuten ein bisschen Input gibst oder einfach mal die Gedanken in eine richtige Richtung bringst, ja, ja, dann kommt auch was zurück einfach, ja. Und das macht Spaß. Matthias, ich würde gerne noch jetzt hier nochmal, weil da noch ein paar Fragen offen sind zum Thema Quellensteuer, nochmal ein ganz kurzer Schwenk zurück machen. Erste Frage, wie lange kann man die zurückholen? 5 Jahre vermutet da jetzt der Ben 82, ist das korrekt? Ist unterschiedlich. Bei der Schweiz geht es für 3 Jahre. Bei den anderen Ländern bin ich mir im Moment nicht sicher, wie es Italien ist. Also Italien, Frankreich würde ich tendenziell versuchen, die Vorabbefreiung zu machen, weil ich habe keine eigenen Erfahrungen damit noch. Bis mit dem Zurückholen, wie lange es dauert. Aber das, was man hört, geht von 2 Jahren bis 10 Jahren. Dass es dauert dann, bis die Kohle zurückkommt. Ja, ja. Und deshalb, da möchte ich es eigentlich nicht drauf ankommen lassen. Ja. Okay, verstehe. Ja. Und dann noch eine konkrete Frage, die du vielleicht beantworten kannst, vom James. Er sagt, meine depotführende Stelle hat, Moment, boah, das ist, glaube ich, nicht die ganze Frage, nicht, dass ich ja noch einen Teil vergesse. Also seine depotführende Stelle hat niederländische Quellensteuer und deutsche Kapitalertragssteuer gleichzeitig einbehalten. Mhm. Ja, folgende Verständnisfrage, wie bekomme ich in dem Fall die Erstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer am besten zurück? Über die inländische Depotbank und wenn ja, wie? Das Ganze, es ist eine Aktie oder wahrscheinlich ein ETF und zwar das Thema, was im ersten Quartal vor allem kommt, was viele auch die letzten Tage bei den US-Aktien gewundert haben, und zwar ist es Folgendes. Nehmen wir mal an, ihr habt eine ausländische Dividende, eine niederländische Dividende in dem Fall, von 100 Euro bekommen. Dann geht von den 100 Euro als erstes die 15%, sage ich jetzt mal, ich glaube, Niederlande müssten 15 sein, die dann auch anrechenbar sind, 15 Euro niederländische Quellensteuer weg. Solange euer Sparerfreibetrag nicht ausgeschöpft ist, landen diese 15 Euro vorgemerkt im Quellensteuertopf. Gleichzeitig werden aber 25% nochmal auf den Freibetrag angerechnet. Also 25 Euro gehen in Sparerpauschbetrag, reduziert der Freibetrag sich. Was aber jetzt passiert, wenn ihr die 1.000 Euro voll habt, dann müsstet ihr eigentlich ja auf die nächste Dividende dann, auch wenn ihr aus Deutschland kommt oder was, Kapitalertragssteuer zahlen. Und da wird dann der Quellensteuertopf nacheinander komplett 1:1 gegengerechnet. Das heißt, das ist gerade im ersten Quartal sorgt das für Verwirrung, wo bei den vielen eben der Sparerfreibetrag noch nicht voll ist. Und sie wundern sich, warum gehen 25% von meinem Sparerfreibetrag weg und warum geht auch noch die 15% ausländische Quellensteuer weg? Die könnt ihr nicht in dem Sinne zurückholen, sondern es geht nur, dass im Laufe des Jahres im Prinzip der Freibetrag überschritten wird und dann wird sie 1:1 verrechnet quasi mit den mit den Kapitalertragssteuern. Okay. Im Übrigen auch das, weil du schmunzelst. Das ist nämlich genau so eine Geschichte. 2009 wurde die Abgeltungssteuer mal mit dem Versprechen eingeführt, es soll einfach werden. Und was ist es am Ende geworden? Jetzt haben wir mit 2018, mit der Investmentsteuerreform, dann haben wir mit den effektiv 5 Töpfen, die wir jetzt letztendlich haben. Also wir haben ja Aktien, wir haben sonstige, wir haben Quellensteuer, wir haben 20.000 Kappung bei den Termingeschäften und 20.000 Kappung bei den wertlosen Wirtschaftsgütern. Wir haben also 5 Töpfe aus einem einfachen System, haben wir wieder ein hochkomplexes System gemacht, was die Leute im Prinzip nur Fragen bringt und wieder keine Transparenz, sondern immer mit diesem Trieb oder mit diesem Antrieb, dass die Politik vermeintlich gerecht machen möchte. Ja, das ist. Vielleicht kommt immer sowas Sinnvolles zurück wie die Spekulationsfrist, oder? Ja, die Zeiten waren damals, ich werde Oscar Lafontaine ewig dankbar sein, dass er sie von 6 auf 12 Monaten hochgenommen hat. Das hat dann in der Endphase vom neuen Markt, habe ich ja einige Sachen halt noch relativ lange durchgehalten. Ja, es sind manchmal Anreize dabei, die auch sinnvoll sein können. Ne? Also insbesondere, dass das langfristige Durchhalten. Ich finde halt nicht mal 1 Jahr, sondern durchaus 5 oder 10 Jahre. Genau, wer sich langfristig an Unternehmen beteiligt, der soll im Prinzip dort auch, soll das Ganze gefördert werden. Ja.
Matthias, ich will auch unbedingt noch über dein anderes Standbein, okay, dieses Wertpapierhaus noch sprechen, ja, weil ich das auch total interessant finde. Ja, das heißt, du bist also Chef der dieses Wertpapierhauses, einer AG, ja, wo man wahrscheinlich die Aktie nicht kaufen kann von euch, ne? Ist nicht im Freiverkehr. Okay. Nein, es gibt nur 4 Aktionäre. Großaktionär bin ich. Okay. Und noch Freunde und Family. Genau. Die haben wir damals als Student gegründet. Also die erste AG haben wir 99 gegründet, wo wir gesagt haben, 5 Studenten, wir haben Bock, eine eigene AG zu gründen. Wir zocken mit Aktien oder wir investieren in Aktien und jetzt wollen wir das Ganze mal von der anderen Seite sehen. Und dann haben wir jeder damals 20.000 Mark auf den Tisch gelegt und haben eine eigene AG gegründet. Mhm. Und in der haben wir verschiedene Geschäftstätigkeiten gemacht. Wir haben damals an ein paar Sachen uns beteiligt. Wir haben unter anderem LEC Music, das war ein Musikbühnenverleih, hat einer von den 5 gemacht. Dann haben wir damals mit Solarpaneele gehandelt, hat einer der Leute gemacht. Und das andere war eben ich und einer haben den Handel mit historischen Wertpapieren gemacht. Und wir haben angefangen und unsere erste Aktie war am 13. Juni 1999, 13. Juni war es, glaube ich, die Beate Uhse, als sie an die Börse ging. Ja. Und wir hatten gehört, dass der Vorstandschef gesagt hat, wir drucken in jeder Menge. Und der eine von uns hat auf der Bank gearbeitet und hat gesagt, ich krieg's hin, dass wir lauter Einerstücke kriegen. Und dann haben wir halt 200, 300 Stück damals gekauft. Also diese physische Aktie, ne? Genau. Die man so gar nicht mehr kennt eigentlich. Genau, und haben dann im Prinzip angefangen, die Beate Uhse auf Rechnung, auf Termin zu verkaufen. Die Leute konnten uns bei uns kaufen. Wir haben gesagt, in 8 bis 10 Wochen kriegt ihr sie geliefert auf Rechnung. Mhm. Und da haben wir wahnsinnig viel, da haben wir angefangen mit den Wertpapieren. Und dann ist es eben zu den rein historischen eben übergegangen. Mhm. Haben dann damals auf Alando, das war der Vorläufer von eBay, haben wir verkauft. Da waren wir lange Zeit einer der wenigen. Wir haben, muss man sich vorstellen, damals beim Marktführer zu Apothekenpreisen die Sachen eingekauft und haben es auf Alando zum 2- und 3-fachen Preis verkauft, die Geschichten am Anfang. Mhm. Weil es einfach kaum Anbieter, aber relativ viele Nachfrager waren. Die haben viel in Werbung damals rein investiert und haben stetig neue Leute, die im Prinzip das Ding noch nie gesehen haben, die einfach gesagt haben, hey, cool, ich habe dann eine alte Procter & Gamble Aktie oder eine McDonald's oder sonst was oder eine GE-Aktie, ja. Mir wurde im Vorfeld zu unserem Live-Übertragung auch eine Aktie zugeschickt, die zeige ich euch auch jetzt gleich mit der Bitte, ob du vielleicht eine Einschätzung abgeben kannst, ob die irgendwas wert ist. Ich hoffe nur, dass YouTube mich jetzt nicht gleich wegen der Aktie eventuell sogar hier sogar stoppt jetzt hier. Ich ahne schon, welche das kommt. Wartet mal, ob ich das hinbekomme. Und zwar sehen wir das jetzt. Ja, habe ich richtig geahnt. Das ist die Playboy unterschrieben mit Hugh Hefner. Hugh Hefner, jawohl, ganz genau. Und die Dame obendrauf ist Wiley Ray. Ach ja, nicht schlecht. Ja, und also es ist so, die Playboys sind in den 70er Jahren, müsste irgendwann ausgehen, Anfang der 89, das war in der 89, späteren. Und die haben dann irgendwann, weil zu viele Aktien ausgeliefert worden sind und es zu teuer wurde, haben sie das Ausliefern eingestellt und haben quasi oben, ich glaube, eine Weltkugel war es dann, die nachher auf den neueren Motiven draufgekommen ist. Die sind im Sammlermarkt, sind durchaus vorhanden. Geht aber, ich sag mal, mit Preisen 80, 90 Euro ist eine realistische Größenordnung, die man dafür kriegen kann. Aber ist in tausender Weise. Also es gibt die 3 Varianten, eine Olive, eine braune und eben die blaue. Das ist nämlich ganz interessant. Die blaue ist, sieht man oben, ist ein Stück jetzt. Und es gibt dann auch welche über 100 Stück. Ja. Und und das Interessante auch, grundsätzlich mal von US-Aktien gibt es tendenziell mehr als von deutschen. Weil Amerika hat schon seit jeher immer als Namensaktie gemacht. Das heißt, ich habe auch noch eine die hier. Guck mal, ist auf Namen ausgestellt. Ja, die New York Central. Cornelius Vanderbilt, weil ich sehe es jetzt nur spiegelverkehrt im Moment. Ah, okay. Das ist der Commodore Cornelius Vanderbilt, der da oben drin ist. Aha. Im Übrigen, hochinteressanter Typ, gibt es im Finanzbuchverlag ein schönes Buch dazu. Den hat Udo Hilscher damals eine Biografie dazu geschrieben.
Und das Buch habe ich damals vom Sammler an Finanzbuchverlag vermittelt, darum weiß ich. Matthias, du bist eine sprudelnde Quelle für Informationen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang so weitermachen. Ne? Auf jeden Fall super spannend. Und auch das ist ein Bereich, wo man, glaube ich, auch Spaß dran finden kann mit so diesen Aktien. Ja. Kann man da bei euch noch kaufen, wenn man will? Kann man da mal also schauen, was da... Der Kollege macht die Auktion weiter. Ich mache jetzt im Prinzip gar nichts mehr groß. Das Einzige, was ich weiter noch mache, ein Aktienkalender, den ich einmal im Jahr dann anbiete mit 6 historischen Wertpapieren. Und der Uwe Jenner, der Börsenhändler, der zeigt den immer jeden Monat, hat gestern wieder ein neues Bild. Diesmal ist die Deutsche Bank drauf. Den kennt wahrscheinlich die meisten auf Twitter oder auf Insta, zeigt der immer, was für Aktien das dort drin sind. Mhm. Aber das ist auch immer das Interessante, dadurch, dass man verschiedene Sachen gemacht hat und auch manchmal das eine mit dem anderen einfach verknüpfen kann. Ja, das macht ja auch Spaß, wenn man das eine zum anderen zusammenbringt. Aber noch diesen einen Punkt, wo ich vorhin noch mit den jungen Leuten ausführen wollte. Ich sage, es ist so wichtig, es gibt heute so viele Sachen. Sucht etwas, was euch Spaß macht. Ja. Arbeit muss nicht Maloche sein, sondern traut euch, das zu machen, wofür ihr da drin brennt und auch mal einen Schwenker zu machen, weil dann ist es leicht, es macht Spaß. Wenn wir jetzt hier zusammensitzen, das ist keine Last, das ist keine Arbeit. Als ich mit den Wertpapieren, als der Postversand immer unzuverlässiger wurde, habe ich zweimal im Jahr eine Rundtour gemacht mit 2.500 Kilometer. Da habe ich 15, 20 Kunden besucht über eine Woche weg. Man hat sich über alles unterhalten. Das waren 2-3 Stunden, wo ich dann beim Kunden war, kenne ich die größeren Kunden im Prinzip recht gut. Da sind privat interessante Beziehungen entstanden. Und war das Arbeit? Nee, es hat Spaß gemacht. Klar, es war anstrengend zu fahren etc. und Sachen mal zu schleppen und so weiter. Aber es hat immer Spaß gemacht, mit den Leuten was zu machen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten Jahre jetzt auch das nächste Mal wieder in ein paar Wochen auf der Invest bin. Oder jetzt nächstes Wochenende. Bin auch da. Sehen wir uns vielleicht. Super, das freut mich. Nächstes Wochenende am Samstag ist in Denkendorf eine Veranstaltung bei Stuttgart mit der DEFARMA und der Hamburger Raid, wo sich beide Firmen präsentieren. Ja? Da kommen wieder 150, 200 Leute vielleicht. Einige kennt man schon. Und da entsteht einfach ein Netzwerk. Es macht Spaß, sich mit Leuten auszutauschen. Das ist keine Arbeit. Ja? Das ist das. Und jeder hat die Möglichkeit und muss, es braucht eine Zeit, aber in sich gehen und schauen, was macht mir Spaß, was kann ich, wofür brenne ich. Und das ist das leider, wenn ich sehe, bei meiner Tochter, die jetzt vor 2 Jahren Abitur gemacht hat, da hat, glaube ich, die Hälfte der Klasse nach der Schule erstmal ein Jahr nichts gemacht. Ja. Findungsphase. Ja, aber überhaupt für nichts gebrannt. Und ich sage, Leute. Es ist schwer, ne? Aber jeder hat irgendwas, ne? Was genau. Ihm dann irgendwo das, was ihn begeistert, ne, wo man brennt. Und brennt, wofür ihr brennt. Ich habe Glück gehabt, dass ich hier gelandet bin, so in der Finanzwelt. Das war wirklich eigentlich Zufall, ne? Aber der Spaß und die Freude ist da gekommen, ne? Und deswegen kann ich das nur unterstreichen, was du sagst. Und auch mit Finanzen letztendlich. Ja. Es gibt 100 Wege, um am Aktienmarkt oder mit Finanzen sein Geld anzulegen. Es gibt nicht den passenden Weg, der für alle, den man einmal drüber stülpt, weil sehe ich immer in den Diskussionen, wo Leute dann hergehen und meinen, das, was ihnen geholfen hat, das ist es Nonplusultra und das Verteidigen bis zum Letzten und das ist das, was für alle passen muss. Ja. Nee, jeder kommt mit was anderem zurecht. Der eine ist im Prinzip in ETFs, möchte wenig Aufwand, der andere braucht jemanden nebendran, der ihn auch bestätigt und beruhigt. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja, also gerade bei Frauen stelle ich das immer häufiger fest, dass sie einfach, die wissen schon, wie ein ETF funktioniert, aber die kommen nie ins Starten, weil sie unsicher sind, weil sie auch aus der Erziehung heraus mit Unsicherheit beladen sind, weil natürlich auch viele in der Finanzwelt das Thema immer als extrem kompliziert darstellen. Und dafür haben sie Angst. Und die brauchen zum Beispiel jemanden, wird sich ein Honorarberater nebendran, der im Prinzip sie an die Hand nimmt und sie bestätigt da drin, sie ranführt und ihnen einfach die Sicherheit gibt beim Investieren. Genau. Die Finanzwelt hat das Problem, dass er halt auch sehr kompliziert sein kann und kompliziert klingen kann. Am Ende ist es aber so, wenn man auf die wesentlichen Punkte schaut, dann kann es auch sehr einfach sein. Ne? Und da kann man sich drauf konzentrieren. Und andere Leute, es gibt zum Beispiel,
zwei Gruppen von Leuten. Die einen, die, für die ist extrem wichtig dieser Eurobetrag, der auf dem Konto steht. Mhm. Wo ich einen Punkt habe, was mir Spaß macht, wenn ich merke, ich habe einen Anteil am Unternehmen. Mhm. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, da gehört mir ein Stück davon. Ja, 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 klar. Mhm. Und wenn ich diese Firma kenne, wenn ich die handelnden Personen kenne, wenn ich auf der Hauptversammlung mich mit dem Aufsichtsrat oder Vorstand mal unterhalten kann, ja, mhm. Weil zum Beispiel bei All for One Midmarket, die war letztes Jahr einen Tag vor der, da habe ich nur eine Aktie, nur als HV-Position, weil ich mir die während Corona im Prinzip die HVs immer angeschaut habe. Und da war es klasse, da habe ich auf der Hauptversammlung, die war einen Tag eben vor der Invest, direkt in Leinfelden, echter Ding, also direkt an der Messe Stuttgart. Mhm. Das heißt, bin ich halt am Vormittag schon angereist, anstatt Nachmittag, mhm. war dort auf der Hauptversammlung. Und da hat der scheidende Vorstandschef, der Lars Landwehr, kam, der war nachher eine Stunde mit uns am Buffet gestanden und hat also Sachen aus dem Geschäft erklärt, wie er den Markt sieht, politische Einflussgeschichten mhm. und so weiter. Wo kriege ich sonst solche Informationen? Mhm. Ja? Das ist richtig. Da ist noch eine Frage gekommen, die nehmen wir noch mit vom OB Fritz. Und zwar, hat Matthias auch eine Meinung zum Zweitmarkt für geschlossene Fonds? Das ist ja auch noch so ein Spezialitätenbereich. Das ist eine der wenigen Baustellen, wo ich mich bisher überhaupt nicht mit beschäftigt habe. Das darf ja auch mal sein. Was bei mir aber auf der Liste steht, weil ich den hochinteressant finde, mhm. Weil wir auch hier eine extreme asymmetrische Verzerrung durch die Vertriebsaktivitäten haben. Das ist kein effizienter Markt, definitiv nicht. Ne? Und meiner Meinung nach, wenn man dort agieren will, muss man sich auf ein paar Objekte oder auf ein paar Fonds spezialisieren, muss die wie seine Westentasche kennen. Richtig. Und dann im Prinzip, wenn ein Angebot kommt, ist man King, weil man weiß, was der faire Wert ist. Oder zumindest mal, ich sag mal so, man kann es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als viele andere einschätzen. Und wenn ich die Verkäuferseite sehe, das sind häufig Kunden. Also man muss ja den Verkaufsprozess sehen, der mit hohen Provisionen versehen ist. Mhm. Und dann kommt der Punkt, nach 5, nach 10 Jahren irgendwann, die Leute sind angenervt von dem Ding da drin, weil es vielleicht das nicht bringt, was es soll, weil sie was anders mit dem Geld machen wollen, weil sie eigentlich nie überzeugt waren. Und dann ist der Verkäufer, der Berater oder Verkäufer, was auch immer, eigentlich auf deren Seite ist abzugeben. Ja, mach mal weg damit, 100%, was Neues, weil er dann wieder neue Provisionen verdient. Und das sorgt meiner Meinung nach für diese asymmetrische Verteilung, dass ein Flow kommt, wo kein Preisbewusstsein da ist, wo im Vordergrund steht, hau raus das Zeug. Und auf der anderen Seite stehen Leute, die im besten Fall ihre Hausaufgaben gemacht haben und mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit und mit weniger Emotionen den echten Fair Value von dem Ding einschätzen können und dementsprechend dann ist halt auch ein relativ enger Markt, da gibt es auch manchmal wenig Anteile auch zum Kaufen, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Verkäufer meistens nicht so den Einblick haben und wenn ein Käufer käme, der da mehr Einblick hat, kann er da bestimmt ganz guten Preis machen. Aber wie gesagt, der Punkt ist, bei diesen Geschichten muss jeder für sich, vielleicht mit ein paar Freunden zusammen mit einem kleinen Netzwerk, seine Hausaufgaben machen. Das ist nichts, was in der Zeitschrift empfohlen wird. Das ist auch nichts, was er wahrscheinlich in dem Internet irgendwo finden wird, sondern dort heißt es ransetzen, recherchieren, vielleicht auch mal mit dem Ausflug verbinden und in der Stadt die Objekte oder die Sachen anschauen, mit Leuten sprechen, die in dem Bereich tätig sind und seine paar Fonds finden, wo man fit ist, wo man sich auskennt. Aber finde ich hochinteressant. Also die Margen, der Lohn dafür wird groß sein. Und man kann natürlich dann auch bei solchen Sachen, wenn man die Sicherheit nach ein paar Übungen hat, am Anfang muss man Zeit investieren. Aber wenn dann mal eine gewisse Sicherheit da ist, dann fallen die Entscheidungen relativ schnell. Und dann, wenn es Angebote regnet, kann man auch mit einem hohen Vertrauen einfach zuschlagen. Und dann kommt man auch, um auf die Frage von vorhin zu kommen, auf einen ordentlichen Stundenlohn. Und vor allem die Chance-Risiko-Relation von diesen Dingen ist deutlich besser als bei anderen Sachen. Weil gilt der schöne Spruch von Buffett, im Prinzip Risiko ist der
Und das, was Risiko ist, ist die Gefahr eines dauerhaften Kapitalverlustes. Mhm. Aber wenn ich eben mit Discount auf diesen fairen Wert kaufe, mit einer Margin of Safety solche Sachen kaufen kann. Mhm. Ja, wenn Substanz da ist. Ne? In dem Bereich von geschlossenen Fonds gibt es auch einige, wo nicht viel ist eigentlich. Ne? Wie? Absolut. Das ist, da hast du die ganze Spannbreite. Ja. Deshalb ja. Hausaufgaben machen. Du musst Profi in diesem Ding werden. Du musst die Zeit investieren. Und wer das nur einfach sagt, ach, ich möchte wie manches mit Aktien machen, hier ist, gib mal die WKN, ich kaufe jetzt mal, ich hau mal ein Limit rein, das ist Käse. Damit wirst du nämlich genau der sein, der in Panik verkauft, weil du dich nicht mit beschäftigt, weil du nicht den Wert dahinter kennst. Ja. Und deshalb finde ich es eben ganz wichtig, dass man da tief reingeht. Es ist ein Markt, der ist genial, aber er ist mit Arbeit verbunden, aber auch da. Wenn es jemandem Spaß macht, wenn es Spaß macht, die Prospekte zu wälzen, was rauszufinden, auch dieses Erfolgserlebnis zu haben, was zu sehen, was andere nicht sehen. Die Prospekte sind ja auch so ein Punkt, man muss da auch nicht jede Seite lesen. Ne? Wenn man vielleicht weiß, wo man hinguckt, ist man auch schneller durch. Ich kenne nämlich auch einige Prospekte. Man muss nicht diese ganzen Wäscher lesen, aber so ein paar Seiten sind dann schon sehr spannend, ne? Die man halt ein bisschen genauer vielleicht lesen sollte. Und generell, Matthias, also unser Gespräch, ich schreite ja schon ein bisschen nach einer Fortsetzung, ja, weil so viele Themen ja eigentlich nur angerissen haben. Können wir gern machen. Also das würde mich echt freuen. Ja, und vielleicht hast du dann auch mit dem geschlossenen Fonds, also mit dem Zweitmarkt da schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Ich wollte auch nochmal reingucken demnächst. Da können wir das gerne auch nochmal thematisieren, weil ich glaube, es gibt kaum einen anderen Kanal hier auf YouTube, wo so Themen besprochen werden. Ne? Da bin ich ziemlich sicher, wie es auch bei dir auf dem Kanal. Und das macht das Ganze ja auch so besonders. Und ja, und es macht eben getrieben von dem, weil ich selber wissen will. Ja, und genau, das diese ist Neugier, das, ne? Was einfach Spaß macht und der Rest ist im Prinzip dann, und das ist eigentlich der Antrieb dahinter. Ja. Und ich bin jetzt noch neugierig, wie du das Spiel tippst, Saarbrücken gegen Kaiserslautern, dass jetzt gleich losgeht. Ja, und ich bin ja der Meinung, dass die Saarbrücker jetzt heute ins Finale einziehen und wäre auch sehr froh und bin deswegen so gespannt auf deinen Tipp, Matthias. Ich gönn's den Saarbrückern, ich sag 1-0. 1-0, das halt mal so fest. Ja. Und ja, ich sag ganz herzlichen Dank, Matthias, für deine Zeit. Hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Wirklich, also ich habe es kaum gemerkt, ja, 1,5 Stunden fast. Ja. Und wir hätten noch so viele Themen, ne? Deswegen freue ich mich über deine Bereitschaft, dass wir da vielleicht nochmal ansetzen. Ja, können wir irgendwann mal gerne Fortsetzung machen. Und ich Stuttgart sehen wir uns ja. Genau, wir sind auf der Invest, da können wir vielleicht auch ein bisschen Themen mit bequatschen. Ja. Und vielen Dank auch an alle Zuschauer, die live mit dabei waren, finde ich toll. Und ja, motiviert mich auch, selbst auf meinem Kanal mal Livestreams zu machen. Mach das. Ich bin noch ein bisschen, hab noch ein bisschen Scheu vor den technischen Sachen, das aber es wird dieses Jahr noch, das schaffen wir. Da auch das halten wir fest. Du hast ja gesehen, ganz, ganz viele Zuschauer und ich sage auch ganz herzlichen Dank für das Zuschauen und auch für das Mitmachen hier im Chat. Und ja, wie gesagt, bleibt mir gerne treu, abonniert auch meinen Kanal, abonniert auch den Kanal von Finanzgeschichten. Viele sind wahrscheinlich schon bei Matthias. Und ja, es gibt auch viel Qualität auf YouTube. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend und sag bis bald. Jo, tschüss und viel Spaß beim Fußball. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank für den richtigen Verein ja auch. Macht's gut.